Sollen wir hier sein? So ist gut, ja. So ist gut? Okay. Ja, hallo. Wenn schon welche zuschauen, damit es nicht so langweilig wird, weil die Veranstaltung noch nicht angefangen hat, aber jetzt sitzt ja schon die internationale Öffentlichkeit am Livestream der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und wenn wir jetzt gleich in die Diskussion kommen, wollen wir die Zeit nutzen, vielleicht noch zwei, drei Punkte zu besprechen, die vielleicht heute nicht unbedingt aufs Podium passen. Neben mir ist Kadriye Kaci, die ist nämlich heute auch auf dem Podium, ist die Büroleiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung, kommt gerade aus Brüssel, hat mit Selahattin Demirtas gesprochen und war auf einer Konferenz, wo es auch um Syrien, Rojava, die Frage des Friedensprozesses in der Türkei geht. Was ist da passiert? Gibt es in Brüssel tatsächlich eine politische Veränderung, was die Kurdistan-Frage angeht? Also soweit ich wahrnehmen konnte, denke ich schon, es existiert eine positive Einstellung gegenüber dieser Problematik. Also man kann nicht mehr dieses Subjekt, also Kurden, außer vor lassen. Also das ist egal, ob irgendwelche Verbote oder andere Maßnahmen gibt, muss man eigentlich auch mit diesen Subjekten handeln und akzeptieren, dass sie auch zu sagen haben. Also das ist, daher finde ich die Atmosphäre sehr gut, und aus der Türkei waren auch sehr viele Leute, viele Persönlichkeiten, unter anderem auch der Vorsitzende von HDP, Selahattin Demirtas, dabei. Und man hat eigentlich mit Fachleute, Fachfrauen und Männer darüber diskutiert, juristisch auch, politisch auch, wie weiter gehen könnte, dass man auch mit irgendwelchen Verboten, irgendwelchen verbotenen Organisationen handeln kann. Es ist ja in der Praxis so, genauso bei der Friedensverhandlung in der Türkei. Also die Regierung handelt ja mit Öcalan, obwohl diese Organisation verboten ist. Es ist eigentlich auch, wie Selahattin Demirtas gesagt hat, es ist ein Unrecht und es ist eine Schande. Man muss eigentlich diese Schande aus dem Weg schaffen. Ja, wir werden ja gleich auch noch auf der Veranstaltung ein bisschen über die Frage der Solidarität sprechen und auch darüber, wie sich so die öffentliche Stimmung bezüglich Rojava und den Kurden und auch der kurdischen Frage letztlich auch zur PKK hier in Deutschland doch geändert hat. Kann man das denn in Brüssel sagen, dass es, was das PKK-Verbot angeht, dass es da eine tatsächliche Veränderung gibt? Also dass es wirklich eine Möglichkeit gibt, dass sich da was tut? Ja, es gab ja auch Fachkräfte, also Juristen, die haben uns auch darüber informiert. Es ist juristisch gesehen, es ist ein langer Prozess. Also man kann nicht in einem Monat oder zwei Monate diese Frage klären. In Europa gibt es eine komplizierte Verfahrensgeschichte. Also man muss das durchmachen. Aber wichtig ist, oder für mich wichtig, dass man politisch das Problem lösen möchte. Also man muss nicht warten darauf, dass ein Gerichtsprozess eine Entscheidung, einen Beschluss fasst und dann sagt, dass diese Organisation frei arbeiten darf, sondern dieser politische Druck ist sehr wichtig. Also egal, ob gerichtlich möglich ist oder nicht, oder juristisch möglich oder nicht, man muss die Akteure, die jetzt in Rojava, in der Türkei oder in der Region aktive Rolle einnehmen und auch mitwirken, dass es bestimmte Werte nicht verloren gehen, man muss eigentlich diese Unterstützung zeigen. Politisch meine ich, das muss auch akzeptiert werden. Gut, letzte Frage, bevor wir dann wahrscheinlich auch zur Veranstaltung kommen. So langsam wird es auch voll hier. Du hast gesagt, du hast Selahattin Demirtas auch gesehen. Und natürlich ist die Frage aller Fragen, neben Rojava und neben dem PKK-Verbot, wird es eine Roadmap in der Türkei geben? Wird es eine substanzielle Einigung geben? Was ist seine Einschätzung? Weil er hat ja relativ viel damit zu tun und besucht auch regelmäßig alle Deutschland. Ja, du meinst diese in Bezug auf Friedensverhandlungen, ja. Ne? Ja, also das ist, ich war wirklich sehr positiv überrascht, als er mir gesagt hat, ja, bis jetzt war ja das Problem, dass diese Verhandlungen keinerlei juristische Basis gehabt hatten, und er meinte, es gibt eine Einigung mit der Regierung. Also es gibt ein Papier, darüber müssen sie eigentlich mit der Regierung diskutieren. Und danach werden eigentlich konkrete Schritte in die Wirklichkeit gesetzt. Und er war wirklich sehr hoffnungsvoll. Ja, dann haben wir jetzt mal Hoffnung und gehen in die Veranstaltung. Und ich glaube, jetzt fangen wir an, oder? Okay. Dankeschön. Ich danke. Ja, es geht gleich weiter. So,
wir mal losfangen? Die Referentin nimmt jetzt Platz, gleich geht's weiter. So, jetzt geht's los. Ich bitte euch jetzt Platz zu nehmen. Ja, wir fangen jetzt an. Ich danke euch, dass ihr alle gekommen seid. Mein Name ist Martin Glasner von Medico International. Ich moderiere die Veranstaltung heute Abend. Rojava, Aufbruch, linke Solidarität. Was ist der Stand? Was können wir tun? Und ich freue mich auf meine Gäste und auch auf die Diskussion, weil es tatsächlich alles Leute sind, die mehr oder weniger eng mit der kurdischen Bewegung zu tun haben, aus ihr kommen und in unterschiedlichster Art und Weise in den letzten Monaten, diesen sehr bewegenden Monaten für Rojava, aber auch für Kobane und vielleicht auch für die kurdische Sache überhaupt an ihr teilgenommen haben oder auch versucht, ihren eigenen Beitrag dazu zu leisten. Und ich stelle jetzt erstmal die Leute vor und sage dann noch ein paar Takte, wie wir es machen, und dann beginnt die Veranstaltung. Also erstmal habe ich hier in dem grünen Pullover Bari Mimut, das ist der Vorstand der kurdischen Ärzte in Deutschland. Und die kurdischen Ärzte in Deutschland sind auch ein Verband, die schon relativ lange existieren, aber natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten aktiv geworden sind, was die Frage der Solidarität, der Hilfe angeht. Und das betrifft natürlich vor allem auch die kurdische Diaspora, also all die Kurden hier in Europa und im Speziellen in Deutschland. Und das wird sicherlich auch ein Punkt der Diskussion sein. Wie hat denn die kurdische Bevölkerung hier an den Ereignissen teilgenommen und was hat sich darin vielleicht auch verändert? Der zweite, ich mache es so ein bisschen in der Reihenfolge, wie es dann auch gleich passiert, ist Erjan. Erjan Alboya ist der Co-Vorsitzende des Kulturvereins Mesopotamiens mittlerweile. Ich kenne Erjan schon total lange. Erjan hat die Hasankeyf-Kampagne in Deutschland groß gemacht, stark gemacht, mitgeprägt. Erjan hat bei Tatort Kurdistan mitgearbeitet. Erjan kennt die Deutsche Linke. Erjan kennt aber auch die kurdische Linke, die kurdische Bewegung. Erjan war neulich in Rojava. Erjan kommt aus Erfurt, also könnte man auch fragen, wann Erfurt jetzt die ersten Beziehungen zu Rojava aufbaut. Das wäre eine interessante Frage der neuen Sehr Koalition. Bald. Sehr bald, du wirst dann Honorarkonsul oder sowas. Ne? Dann habe ich Müslim Örtelü, der ist vom Civaka Azad. Das ist ein Informationsbüro, ein Informationszentrum in Frankfurt, was Öffentlichkeitsarbeit macht zu der kurdischen Bewegung und auch zu der kurdischen Bewegung und der Situation in Kobane und auch in Rojava und in der letzten Zeit sehr aktiv war, sehr viele Dinge herausgebracht hat, Konferenzen gemacht hat, Dossier erstellt hat, also mehr als nur ein Pressebüro ist, sondern tatsächlich versucht, auch die politische Sache Rojavas hier lobbyistisch in die Diskussion zu bringen, sowohl in der linken Öffentlichkeit, aber auch in der parlamentarischen Öffentlichkeit. Und last but not least, wir haben sie eben schon gehört, Kadriye Kacir, die kommt nämlich aus Istanbul und ist die Büroleiterin der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und das wird ein Aspekt sein, den wir noch ein bisschen vertiefen wollen oder auch einbringen wollen in die Diskussion. Wie wird denn Rojava oder die kurdische Frage gerade jetzt auch durch die letzte Entwicklung in der Türkei besprochen, in der türkischen Linken besprochen, in der türkischen Öffentlichkeit besprochen.
wie ist eigentlich die Wahrnehmung davon, jenseits dessen, was wir wissen, wie die türkische Regierung und das türkische Militär an der Grenze agiert oder eben nicht agiert, die Grenze blockiert und tatsächlich vermeintlich mit dem Islamischen Staat zusammenarbeitet. Das ist so ein bisschen über die Gäste das Panorama. Und wir haben uns das jetzt so vorgestellt, es soll Bilder geben. Du möchtest Bilder zeigen, hast du gesagt. Du hast viele. Ich wollte erstmal eine Frage stellen jeweils. Also ich habe zwei Fragerunden überlegt und dass wir dann die Diskussion öffnen. Und den Fragerunden möchte ich ein paar kurze Überlegungen voranstellen. Ich habe natürlich überlegt, wie macht man so eine Veranstaltung? Es hat sehr viele Rojava-Veranstaltungen gegeben in den letzten Monaten. Vielleicht viel, viel mehr als in den ganzen letzten Jahren. Wenn man sich überlegt, wie Kurdistan-Veranstaltungen in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren, also vor 2 Jahren oder vielleicht sogar noch vor diesem Sommer waren, dann gab es die natürlich immer wieder. Es gab sehr viele Kampagnen. Es gab die Tatort-Kurdistan-Kampagne, es gab die Hasankeyf-Kampagne, es gab immer wieder auch Kampagnen von den kurdischen Studenten. Es gibt eine kleine, stetige, beharrliche Solidaritätsbewegung, die Zeitschriften rausbringt, die Flugblätter macht, die immer wieder auch aktiv ist. Ich kenne auch viele von diesen Leuten und wenn man auf den Veranstaltungen war, dann waren die meist nicht sehr gut besucht oder diejenigen, die sie besucht haben, waren eigentlich die, die sie immer besuchen. Also man sprach so ein bisschen zu sich selbst und auch in der breiteren linken Bewegung, auch sogar in der Öffentlichkeit, von der ganz zu schweigen, gab es eigentlich Desinteresse, Ambivalenz, man weiß nicht, was mit den Kurden ist, die haben so eine seltsame Partei, da wird uns immer erzählt, wie großartig das alles ist, aber was ist da eigentlich wirklich? Also im besten Falle gab es ein Desinteresse, vielleicht eine bestimmte Form von Solidarität, eine Grundsolidarität, aber doch wenig Teilnahme an der Diskussion, wenig Empathie und wenig Wissen wollen, was machen die da gerade eigentlich? Was passiert in der Türkei? Was passiert auch in Syrien? Das hat sich, glaube ich, wirklich radikal geändert. Das hat sich in ganz, ganz vielfältiger Hinsicht geändert. Das hat sich in der Erscheinung geändert. Man kann sagen, im letzten 4, 5 Monaten, spätestens seit September, hat es, glaube ich, so viele Kurdistan- und Rojava-Veranstaltungen in Deutschland gegeben, wie in den ganzen Jahren keine Kurdistan-Veranstaltungen. Ich selber habe auch einige gemacht. Die waren alle sehr, sehr gut besucht. Da waren viele Leute, die normalerweise eher eine Distanz, vielleicht sogar ein Ressentiment oder ein bewusstes Nichtwissen bezüglich der kurdischen Bewegung pflegen. Es waren sehr viele junge Leute da, es waren sehr viele Leute da, die gar nicht so sehr sich zur Kurdistan-Solidarität zählen und vielleicht auch gar keine konkreten Beziehungen haben. Aber auf einmal war das Thema, war dieser Kampf, war diese Auseinandersetzung exemplarisch um Kobane in den Medien und damit auch in der Linken angekommen. Und in der Linken angekommen über Bilder, die wir alle gesehen haben oder die wir immer noch sehen, Frauen, die kämpfen, Nachrichten von Strukturen, von demokratischer Selbstverwaltung, von multiethnischer, multikonfessionellem Zusammensein. Und man hatte so das Gefühl, es gibt in den Wirren oder in der Unklarheit oder in der vermeintlichen Unklarheit, vor allem auch des syrischen Bürgerkrieges, irgendwie auf einmal eine dritte Option. Nach 10 Jahren Krieg gegen den Terror im Nahen Osten, sozusagen haben wir auf einmal die Wahl, eine tatsächliche Wahl. Wir müssen uns nicht mehr entscheiden zwischen dem westlichen Liberalismus und dem Identitätsfundamentalismus der Gegenwehr, sondern wir haben tatsächlich die Möglichkeit, uns für eine politische Idee zu engagieren und zu sagen, da gibt es die Möglichkeit, dieser vermeintlichen Wahl zwischen zwei Übeln zu entkommen. Und das verkörpern ein bisschen die Kurden. Und ich glaube, dass das eine große Rolle spielt. Und dann gab es noch darüber hinaus, und das vielleicht auch nur noch kurz als Hintergrund, natürlich eine ungeheure mediale Aufmerksamkeit. Also eine Aufmerksamkeit, die einen auch manchmal so ein bisschen sprachlos macht. Das war jetzt nicht nur, dass auf einmal die Amerikaner mit Luftangriffen auf Seiten der Kurden und auf vermeintlich der falschen Kurden, nämlich der syrischen Kurden, wir reden ja nicht von den Kurden im Nordirak,
eingegriffen haben und wirklich substanziell Kobane und damit auch das Experiment in Rojava verteidigt haben, sondern auch die deutsche Öffentlichkeit hat entsprechend reagiert, auch die internationale Öffentlichkeit. Die Kommandeurin der JPG-Verteidigungseinheiten aus Kobane hat einen Brief geschrieben, der auf der ersten Seite der New York Times erschienen ist. Die Newsweek hat aufgemacht mit einem Titelbild einer Frau aus Kobane und einer sehr berührenden Geschichte eines kurdischen Journalisten aus Kobane, der erzählt, wie das da ist unter der Belagerung im Kampf gegen den Islamischen Staat. Der Spiegel hatte die PKK de facto auf dem Titelbild und hat gesagt, sind das die letzten Retter des Westens? Die Bild-Zeitung, hat gesagt, die Kurden sind die mutigsten Menschen der Welt. Und wer es vor 3 Tagen gesehen hat, der hat es fast nicht geglaubt. Ein Bildreporter war in Kobane, hat einen Film gemacht, den man sich im Internet angucken kann, gar nicht schlecht geworden, und hat dann die Kinder von Kobane gezeigt. Und auf einmal ist dann in der Bild-Zeitung ein 10-jähriger kleiner Kurde im JPG-Kampfanzug, der sagt, wenn ich groß bin, werde ich gegen den Islamischen Staat kämpfen. Vor 2 Jahren wäre das maximal ein Kindersoldat einer terroristischen Organisation gewesen in der Bild-Zeitung. Das ist ein bisschen die Situation. Die FAZ interviewt, seitenlang nicht, aber doch relativ ausführlich hohe PKK-Kommandeure und politische Vertreterin der PYD und bringt einen einseitigen Artikel über den Gesellschaftsvertrag in Rojava. Da ist also ganz offensichtlich was passiert. Und jenseits dessen, dem ein bisschen nachzuspüren, was da passiert ist, ist die Frage heute eigentlich, was bedeutet das eigentlich für unsere Solidarität, was bedeutet das für die linke Solidarität? Kann die linke Solidarität weiterhin eigentlich auf dem Recht der Kurden allein beharren, dass es sie gibt, dass sie eine politische Idee haben? Muss sie nicht viel weitergehen? Und wenn sie weitergeht, was heißt das eigentlich überhaupt? Das ist so ein bisschen das, worüber es heute gehen soll. Ich hoffe, ihr mischt euch dann da auch ein. Und jetzt fange ich mal mit einer Frage an dich. Und meine Frage, ich habe das eben schon in der Anmoderation ein bisschen gesagt, ist eigentlich, wir wissen so ein bisschen, wie die Medien reagiert haben, die kurdischen Medien, wenn sie übersetzt wurden. Wir kennen die Flugblätter, die geschrieben wurden. Wir kennen die Artikel in den kurdischen Zeitschriften, so wie wir das denn lesen können. Und es gibt ja auch doch sehr, sehr viel auf Deutsch. Aber als das im Shingal mit den Jesiden begann, im August dieses Jahres, der Angriff des Islamischen Staates, als dann Kobane angegriffen wurde, wie hat eigentlich die kurdische Bevölkerung hier darauf reagiert? Wie haben die Leute das wahrgenommen? Hat das was verändert oder war es etwas, was man erwartet hat? Erstmal guten Abend. Also die Frage ganz konkret, ich glaube, nicht nur die kurdischen Medien, auch du hast schon was erzählt, ist weltweit hat es was geändert. Die kurdischen Medien hat schon die Bilder gezeigt, schon seit über 2 Jahren aus Rojava. Es war ganz aktuell Geschichte Shingal, aber danach 1,5 Monate kam Geschichte Kobani. Jetzt reden die Kurden schon seit über 3 Jahren, als die syrische Revolution angefangen hat, dass sie jetzt anderer sind. Also die Kurden in Syrien. Haben die Kurden sich gezeigt als Syrer vorher? Als die syrische Revolution angefangen hat und das Regime, das syrische Regime aus den kurdischen Gebieten, also die Soldaten ausgezogen, ja, haben die Kurden den dritten Weg gewählt, dass sie nicht die Richtung Islamisierung der Revolution gehen, nicht Richtung Anhänger von dem Regime sein, sondern eigene Kurden, die bis jetzt waren die Kurden anerkannt in Syrien und als Teil Kurdistan in Syrien war auch nicht in den Medien, auch in der kurdischen Medien selber. Wurde nicht gezeigt als syrischer Kurdistan. Jetzt kommt das Wort Rojava kommt aus Westkurdistan, als Geografie, als Land. Also diese Änderung hat die kurdische Medien schon gezeigt und ist schon weltweit verbreitet und ist schon ziemlich anerkannt als
Geografie als Teil Kurdistan in Syrien. Es ist wahrscheinlich nicht so ganz genug, also politisch, finde ich mal selber, obwohl wir so als Vereinigt politisch tätig sind. Aber wir haben natürlich durch also humanitäre Aktivitäten so viele, sage ich mal, politische Probleme gehabt. Also wir sind schon tätig mit den kurdischen Flüchtlingen so richtig aktiv seit 2009. Ja. Und dann kam die Geschichte von Kobane. Also die kurdische Medien, was zeigt bis jetzt, finde ich mal ziemlich ungenug. Wahrscheinlich spielt die Politik, die kurdische Politik oder die internationale Politik eine Rolle. Ja. Soweit. Gut, was ich aber doch noch gerne wissen würde kurz ist, du hast es auch erwähnt, dass Hilfslieferungen gemacht werden, dass Leute was tun wollen. Was haben diese Ereignisse in den kurdischen Familien, also was hat das ausgelöst? Hat das etwas verändert? Sehen die Kurden sich jetzt anders? Ist das Kurdischsein, hat sich das nochmal politisch verändert, dadurch, dass ja was auf die politische Landkarte gekommen ist, auch wenn es immer wieder Berichte gegeben hat. Aber ich würde jetzt mal wetten, wenn ich vor 3 Jahren gesagt hätte, wir diskutieren in 3 Jahren über Rojava und einen demokratischen Konföderalismus in Syrien, dann hätten nur die allergrößten Optimisten gesagt, ja, ja, sicher, das passiert schon. Und die meisten hätten gesagt, du spinnst. Das ist vielleicht eine Idee, aber die Perspektive war ja überhaupt nicht absehbar, dass das passiert. Also hat das was mit den Leuten hier in Deutschland gemacht? Wie denken Sie darüber? Martin, also die Kurden selber haben selber, also in dem ersten Jahr, sage ich mal 2011, sie waren auch verschiedener Meinungen, auch politisch. Also manche haben so, sage ich mal, dieser dritte Weg schon gewählt, aber die anderen Kurden haben auch gesagt, wir sind noch Syrer und wir müssen auch mit den arabische Opposition noch weiter arbeiten und dann geht ein Regime, kommt ein besseres Regime und dann sind wir alle gleich. Das waren auch in der Familie selbst, also Konflikte zwischen den Leuten, die den dritten Weg gewählt haben und die anderen, die sich als kurdische Syrer gezeigt oder genannt haben. Ja. Das war auch leider, ist bis heute, vielleicht seit 2, 3 Wochen noch ein bisschen besser, aber ist seitdem politisch ist eine Spaltung war, also in der kurdischen Politik in Syrien. Sind wir wirklich Syrer? Gehören wir zu Syrien? Gehören wir zu Kurdistan, zu, sage ich mal, ein großer, allgemeiner Kurdistan? Oder sollen wir unseren eigenen Weg finden? Also das hat auch eine große Wirkung auch auf die Kurden in Deutschland, die aus Rojava kommen. Die waren auch nicht geeignet. Jeder sagt, was seine Partei in Rojava sagt, seiner Politik, sein Programm. Und 2012 haben sie versucht, dass sie sich einigen, dass sie zusammenkommen. Das waren also, sag ich mal, 2 Blöcke in Syrien, in kurdischen Gebieten. Einmal PYD hat einen Block gegründet und alle anderen Parteien haben einen anderen kurdischen Nationalrat gegründet. Und es war ein Versuch von irakischen Kurden, dass sie zusammenkommen. Sie haben so einen Vertrag schon unterschrieben, dass sie zusammen machen, dass am Ende die syrischen Kurden so, sage ich mal, nur eine Vertretung haben. Es lief einige Zeit gut, es hat aber leider nicht gedauert. Und war so Auseinandersetzung, glaube ich, 1 Jahr oder 1,5 Jahre. Und die sind nach Kobane, also Geschichte, sind wieder zusammengekommen, auch wieder mit Hilfe von irakischen Kurden. Sie haben wieder schon was unterschrieben und schon letzte Woche angefangen, dass sie wieder zusammenarbeiten. Jetzt komme ich zu Erjan. Ich habe Erjan schon
vorgestellt. Ich möchte niemandem Unrecht tun, aber ich glaube, Ercan, also zumindest von meiner Wahrnehmung, vielleicht sehen das andere etwas anders, aber ich finde, Ercan ist so über die ganzen Jahre immer für deutsche Aktivisten, für linke deutsche Aktivisten eine ganz zentrale Ansprechfigur gewesen. Er hat, wie gesagt, die Kampagne in Hasankeyf, Tatort Kurdistan gemacht. Er hat immer wieder auch Delegationen nach Kurdistan in die Türkei gemacht, nach Diyarbakir, hat die politischen Projekte dort besucht, hat Veranstaltungen gemacht und hat jetzt auch neulich eine Reise nach Rojava gemacht und seitdem macht er auch relativ viele Veranstaltungen. Wir haben auch schon eine gemacht zusammen. Und meine Frage an ihn ist eigentlich, ob die Beobachtung, die ich hatte, dass sich wirklich das Interesse substanziell geändert hat, ob das stimmt, ob er das auch so sieht und was er für Gründe dafür sieht, warum das passiert ist. Woran liegt das, dass auf einmal Veranstaltungen voller sind und auch das Publikum anders ist? Und wir haben ja auch eine wirklich bemerkenswerte Situation in Deutschland, dass die deutsche radikale Linke 2 Spendenkampagnen macht für Rojava. Das hat es mehrere Jahrzehnte nicht mehr gegeben. Die eine sagt von der interventionistischen Linken, sagt ja für Waffen, aber auch für das politische Projekt. Eine andere von einer anderen Strömung sagt explizit, wir wollen sozusagen die kurdischen Selbstverteidigungskräfte jetzt unterstützen, weil sozusagen das die Bedingung ist, dass das ganze Projekt in irgendeiner Form überhaupt funktionieren kann. Also es gibt ja eine signifikante Änderung, was das angeht. Das letzte Mal gab es sowas in den 1980er Jahren zu El Salvador. Auf einmal gibt es das alles wieder. Warum gibt es das? Auch einen guten Abend von mir. Warum das gibt, dass es jetzt gibt, es hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass die kurdische Freiheitsbewegung seit Jahren, seit 10, 15 Jahren eine inhaltliche Veränderung durchmacht, ihr politisches Konzept verändert, weg von einer klassischeren nationalen Befreiungsbewegung hin zu einer Freiheitsbewegung, die auch sehr stark soziale Elemente mit einbezieht. Das konkrete Projekt ist der demokratische Konföderalismus, den du genannt hast. Das ist ein Konzept fern vom Nationalstaat, wenige Hierarchien, direkt demokratische Strukturen, Geschlechterbefreiung, ökologische Fragestellungen werden ernsthaft behandelt. All diese Aspekte sind einbezogen worden. Die kamen natürlich nicht vom Himmel. Es gibt diese internationale Diskussion auch schon seit Jahren. Die sind aber auch bei der kurdischen Freiheitsbewegung angekommen und die haben sie früh aufgenommen, diskutiert, ich sag mal auf Kurdistan angepasst. Und das wurde jahrelang diskutiert. Ab 2000 begann das, 2005 nahm es Formen an, 2007 hat man endlich was Konkreteres gehabt, was man jetzt aufbauen möchte. So begann es in Nordkurdistan, also in Türkisch-Kurdistan, dass man dort schon Räte in Gebieten, wo die Bewegung stark ist, aufgebaut hat. Also diese qualitative Veränderung, das hat sich jetzt mit Rojava niedergeschlagen. All diese Diskussionen, die man gemacht hat, Veränderungen der Art und Weise, wie man sich organisiert, weg von einer marxist-leninistischen Partei, also ich meine PKK, mehr zu einer breiteren Massenbewegung. Wir sind immer noch in diesem Transformationsprozess. Der lief teilweise sehr schwierig. 2004 kam es fast zu einer großen Spaltung der Bewegung. Aber das hat sich dann stabilisiert und ideologisch, politisch ist man schon jetzt viel weiter und das Selbstbewusstsein ist viel größer. Als dann der Aufstand und die Revolution in Syrien begann, war die Bewegung über die PYD, also PYD, dort schon natürlich stark präsent. Das war die stärkste Partei, hatte nicht die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich, aber war sehr stark. Und die haben diese politischen Konzepte dort sofort angewandt. Hat gesagt, okay, wir gehen nicht den klassischen Weg, dass wir eine Partei stärken, sondern wir bauen Räte. Nun, dann kamen die politischen Inhalte.
Rätestrukturen, Direktdemokratstrukturen, Kommunenaufbau, Geschlechterbefreiung, Gleichberechtigung der Ethnien, Religion, das auch praktizieren, solidarische Wirtschaftsformen entwickeln. Das versucht man jetzt in Rojava voranzubringen. Das alles, das wird seit 2 Jahren diskutiert, aber auf einer niederschwelligeren Ebene, auch hier in Deutschland. Es gab immer wieder Veranstaltungen, aber das war nicht so wahrgenommen. Und in den 2, 3 Jahren hat man doch tatsächlich was aufgebaut. Da ist etwas, was funktioniert. Es ist keine Notstandsverwaltung, es ist ein bisschen mehr. Und viele Probleme gibt es natürlich und Widersprüche. Und man probiert das aus, das klappt nicht. Dann geht man eher ein bisschen diesen Weg und so weiter. Ist ein sehr interessanter Prozess. Aber jetzt mit Kobani, vorher Schengal, kam das so ein bisschen, also in diesem Prozess natürlich zum Vorschein. Und die, sag ich mal, die deutsche Linke zumeist hat sich dann sehr positiv drauf bezogen. Das liegt aber auch natürlich am dem Bürgerkrieg in Syrien, den du genannt hast, dass die Kurden da jetzt plötzlich so ein Lichtblick sind in der Dunkelheit Syriens. Es liegt am medialen Interesse, das will ich auch betonen. Recht viele Linke oder interessierte Menschen sind auf das Thema angesprungen, sind zu den Veranstaltungen gekommen, eben wegen dem medialen Interesse der Mainstream-Medien. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Wenn man diese beiden Sachen, all diese Aspekte zusammenbringt, kam das zustande. Hinzu kommt, dass wir im Mittleren Osten sind. Da, wo es wenige, sage ich mal, linke fortschrittliche Bewegungen gibt. Es gibt schon natürlich sie, aber sie sind meistens schwach oder sie sind schwächer geworden. In Kurdistan hat sich das umgekehrt entwickelt in den letzten 20 Jahren. Und da ist plötzlich eine Bewegung, die hat gewisse kleine, zwar keine großen, aber gewisse Gebiete befreit und praktiziert etwas, ein Modell. Man kann es auch Experiment nennen. Und trotz aller Vorbehalte, die es bei einem gibt, ist es etwas, was unterstützenswert ist, was vorangebracht werden muss. Es ist ein revolutionäres Projekt. Noch eine kurze Nachfrage, weil du hast jetzt 2 Momente genannt. Einmal das mediale Interesse und die beharrliche Aufbauarbeit, die sozusagen die Bewegung selbst in der Türkei, aber vor allem jetzt auch sichtbar in Rojava gemacht hat. Ist es tatsächlich die Erklärung für das Interesse? Sicherlich, glaube ich, spielt es eine Rolle, aber liegt es nicht auch am Gegner? Sozusagen bietet der Gegner nicht auch tatsächlich jede Projektionsfläche zu sagen, das ist das Böse, das vermeintlich tatsächliche Böse, sozusagen darin verbildlicht sich alles das, was es auch an, ich sage das hier auch, irgendwie anti-islamischen Ressentiment in der deutschen Linken gibt und dagegen sozusagen stehen die kurdischen Frauen in all ihrer Schönheit und in allem, was man in sie hineinprojiziert. Ist das nicht auch ein Moment, in dem Interesse oder Solidarität entstanden ist, und es ist ja gut, dass sie entstanden ist. Aber sozusagen ist es nicht etwas, worüber man auch nachdenken muss? Ich gebe dir recht, das ist auch ein wichtiger Faktor, den habe ich jetzt nicht erwähnt, vergessen. Ich lebe in Thüringen und da sind sehr viele verschiedene linke Gruppen und Menschen gekommen und bei einigen habe ich gesehen, dass sie da dieses Ressentiment gegen den Islamismus vor allem haben, so eine gewisse Befürchtung. Und das spielt auch eine Rolle. Mit denen haben wir die Diskussion, versuchen wir auch die Diskussion zu führen, zu sagen, worum es uns geht, worum es den Menschen in Rojava geht. Der Islamismus lehnen wir natürlich ab, aber dass wir jetzt nicht zusammenkommen, weil wir gegen den Islamismus sind oder so eine Front jetzt bilden, dass das um mehr geht. Aber du hast im Prinzip recht, das kommt alles auch noch hinzu. Und IS ist halt jetzt in den letzten Monaten in der internationalen Öffentlichkeit als die größte Bedrohung der Demokratie oder Menschlichkeit und so weiter gesehen worden. Stimmt ja auch, es ist eine ernsthafte Bedrohung, es ist eine faschistische Kraft. Das spielt natürlich auch alles zu. Und denen stellen sich viele entgegen, aber die Kurden sind da relativ organisiert, im Staat Irak und Syrien und relativ erfolgreich. Und all diese Aspekte haben das so zustande gebracht. Okay, danke.
komme ich jetzt zu dir, Müslim. Ich habe ja gesagt, Shivaka Azad, ein Öffentlichkeitsbüro, aber nicht nur ein Pressebüro, was Presseerklärungen übersetzt und wöchentlich verschickt, sondern ich würde sagen, und ich kriege das ja auch relativ eng mit und wir arbeiten ja auch relativ viel miteinander, wir haben ja auch einen gemeinsamen Aufruf zur Solidarität gemacht, im Frühjahr diesen Jahres, der auch sehr erfolgreich ist. Ihr macht auch sowas wie Politikberatung, würde man das heutzutage nennen. Also ihr schreibt Dossiers über das, was man tun kann. Ihr veröffentlicht Stellungnahmen von kurdischen Bürgermeistern und sagen, bei uns ist die Situation so und so. Und wer jetzt was tun möchte, sollte sich mal über die und jene Gedanken machen. Also es sind durchaus nicht nur politische Stellungnahmen, die die Position der jeweiligen Parteien und Gruppierungen in Rojava ins Deutsche übertragen und in die deutsche Öffentlichkeit bringen, sondern es sind tatsächliche Vorschläge, wie man auf der politischen Ebene, aber auch auf der humanitären Ebene aktiv werden kann. Und meine Frage an euch ist, wie wählt ihr das aus? Also nach welchem Gesichtspunkt entscheidet ihr, was ihr veröffentlicht und was ihr vor allem auch nicht veröffentlicht? Das ist ja auch interessant. Also was sagt man vielleicht nicht so im ganz vorne? Was macht man stark? Und wie sind die Reaktionen darauf? Also wie ist sozusagen das Feedback auf das, was ihr veröffentlicht? Früher hat man veröffentlicht und man war froh, wenn die Junge Welt mal angerufen hat. Ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert, oder? Ja, hallo allerseits auch von mir. Ja, auf jeden Fall, das hat sich verändert. Also ich will kurz vielleicht ein bisschen die Geschichte des Büros erzählen, wie das zustande gekommen ist. Wir haben im Jahr 2010, 2011 sozusagen den Beschluss gefasst, so ein Büro aufzumachen in Frankfurt und Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und dem vorausgegangen war sozusagen eine Phase, in der wir in der die kurdischen Strukturen in Deutschland diskutiert haben, wie kann man Öffentlichkeitsarbeit hier für die kurdische Sache hier in Deutschland besser gestalten. Und das hat halt damit zu tun, diese Diskussionen wurden dadurch entfacht, dass man halt nicht einverstanden war mit der medialen Darstellung der kurdischen Sache, der Situation in Kurdistan, aber auch nicht einverstanden war mit der Politik, die Deutschland sozusagen im Kurdistan-Konflikt fährt. Und ein Standbein sozusagen, um was dagegen zu machen, war irgendwie dieses Büro aufzumachen, um sozusagen Öffentlichkeitsarbeit, Informationsarbeit zu machen und auch die Sicht der kurdischen Bewegung oder der kurdischen Parteien hier nach Deutschland zu tragen. Also wir haben in diesem Diskussionsprozess, wo wir darüber diskutiert haben, was kann man in der Öffentlichkeitsarbeit besser machen, auch mit vielen solidarischen linken Strukturen hier in Deutschland geredet, mit Leuten, die irgendwie schon seit den 90er Jahren in der Soli-Arbeit zu Kurdistan aktiv sind. Und da hat sich halt sehr schnell herauskristallisiert, irgendwie, wir brauchen wieder so ein Büro. Weil es gab mal ein Büro, das sozusagen Öffentlichkeitsarbeit hier in Deutschland gemacht hat. Es gab das KITS, das Kurdistan Informationszentrum in Berlin. Das lief irgendwann nicht mehr, wurde dann sozusagen geschlossen und dann gab es halt ein Vakuum. Und dieses Vakuum wollten wir halt letztlich wieder schließen. Und so ist es sozusagen zur Gründung von Shivaka Azad gekommen. Vielleicht noch als kurze Ergänzung, Shivaka Azad bedeutet freie Gesellschaft auf Kurdisch. Wir haben uns das sozusagen als Namen für unser Büro ausgesucht, weil irgendwie das Ziel der kurdischen Bewegung der Aufbau einer freien Gesellschaft ist und wir sozusagen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit unseren Beitrag zum Aufbau dieser Gesellschaft leisten wollten. Wie gesagt, wir haben sozusagen Pressearbeit und Informationsarbeit als einen Bestandteil gehabt unserer Arbeit im Büro. Wir haben unsere Website aufgebaut, versucht irgendwie Informationen hier an die Öffentlichkeit zu tragen und ein Ziel war halt irgendwie kurdische politische Aktivisten auch direkt zu Wort kommen zu lassen. Das heißt, dass wir Interviews geführt haben mit Leuten beispielsweise von der BDP in Nordkurdistan, also im kurdischen Teil in der Türkei, mit kurdischen Aktivisten, aber auch aus den anderen Teilen Kurdistans, dass wir auch vorhandene Interviews übersetzt haben. Aber wir haben auch zum Beispiel versucht, Interviews zu vermitteln für deutsche Zeitungen und mit kurdischen Aktivisten. Und ich erinnere mich noch so an die Anfangszeit des Büros. Da gab es halt kaum Interesse von Seiten der Journalisten und wir waren halt relativ deprimiert und haben uns gedacht, irgendwie irgendwas machen wir falsch oder warum kommen die Journalisten nicht. Ab und zu gab es halt Interesse von der jungen Welt, wie Martin gesagt hat, aber viel mehr kam da nicht. Und das hat sich jetzt auf
schlagartig verändert. So. Also mit Rojava und vor allem mit Kobani hat sich das auf jeden Fall verändert. Wir kommen sozusagen hinter den Anfragen nicht mehr hinterher und dann ruft mal die FAZ an und dann ruft die ARD an und die Leute wollen auch vor Ort hinreisen, suchen nach Kontakten und so weiter. Ich denke auch, dass es damit zu tun hat, dass das jetzt sozusagen der politische Gegner der IS ist und nicht die Türkei als sozusagen die Konzentration auf die Situation in Nordkurdistan, also den Konflikt, die kurdische Frage in der Türkei gelegt war, war das Interesse nicht so groß. Aber jetzt mit dem IS, der sozusagen in der deutschen oder in der internationalen medialen Öffentlichkeit auch so verteufelt wird, war da auf einmal das Interesse an der kurdischen Bewegung sehr groß. Und diese Nachfrage versuchen wir sozusagen auch jetzt irgendwie da entgegenzukommen und wir kommen dem halt, wie gesagt, nicht nach. Während wir am Anfang ziemlich wenig zu tun hatten im Büro, haben wir jetzt irgendwie 3-4 Leute, die fulltime im Büro arbeiten. Das ist sozusagen ein Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit. Der ist, wie gesagt, jetzt in letzter Zeit stärker gerichtet auf die gesamte Öffentlichkeit, auch auf die Mainstream-Medien, die Anfragen. Das Zweite, was wir von Anfang an irgendwie machen wollten und auch weiterhin tun, ist, das Projekt der demokratischen Autonomie, des demokratischen Konföderalismus vorzustellen. Weil wir hatten irgendwie von Anfang an das Gefühl, dass es gewollt oder ungewollt ein falsches Bild von der kurdischen Freiheitsbewegung hier in der Öffentlichkeit aufrecht gehalten wird. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch. Also so, wenn früher in deutschsprachigen Medien was erschienen ist zur kurdischen Frage oder zum Konflikt in Kurdistan, dann gab es immer am Ende denselben Absatz, in dem stand, die PKK gilt als Terrororganisation, in dem Konflikt sind 30.000, 40.000 Leute gestorben und die PKK kämpft für einen eigenständigen kurdischen Staat. Und das ging halt so weiter bis 2011, 2012. Aber die PKK hat sozusagen mit dem ersten Waffenstillstand 1993 das Ziel eines eigenständigen Staates aufgegeben und sozusagen anstelle dessen Schritt für Schritt das Konzept des demokratischen Konföderalismus entwickelt. Und wir haben uns gedacht, wir versuchen dieses Konzept einer breiteren Öffentlichkeit näher zu bringen und vor allem auch den linken Strukturen näher zu bringen, weil es sozusagen auch viele Vorurteile innerhalb der deutschen Linken gegen die kurdische Bewegung gab und zum Teil vielleicht immer noch gibt, von wegen stalinistische Organisation, klare Hierarchien, damit will ich nichts zu tun haben. Aber gerade so dieses Konzept des demokratischen Konföderalismus, die Perspektive einer geschlechterbefreiten Gesellschaft, einer ökologischen, demokratischen Gesellschaft, die zieht halt vor allem sehr viele junge Linke an. Und das finde ich halt persönlich sehr schön, weil ich irgendwie für mich auch immer die Mission sehe, so dieses eine Brücke aufzuschlagen und die kurdische Bewegung irgendwie hier an die deutsche Linke näher zu bringen. Und das funktioniert sozusagen, also das ist sozusagen eine Arbeit, wo wir positives Feedback aus den linken Strukturen bekommen. Und wie Martin schon gesagt hat, es gibt sehr viele Veranstaltungen, die Leute wollen wissen, wie funktioniert das so mit dem demokratischen Konföderalismus in der Praxis, in Rojava, aber auch in Nordkurdistan. Und das ist sozusagen eine Arbeit, die mir persönlich sehr am Herzen liegt und die auch in letzter Zeit starken Aufwind bekommen hat. Jetzt frage ich doch noch den einen Punkt, auch wenn das vielleicht schwierig zu beantworten ist, aber wenn ihr auswählt, das, was ihr berichtet, du hast ja ein bisschen gesagt, wie ihr das macht und sozusagen, was auch die politische Idee dahinter ist, also nicht nur Nachrichtenagentur, sondern tatsächlich auch Hintergrund, auch politische Aufklärung über das, was das Projekt ist und was es sein kann. Gibt es Sachen, über die ihr bewusst nicht so viel sprecht? Kann ja Gründe geben, das ist ja nicht das Problem. Also mir fällt jetzt nichts ein, was ich persönlich irgendwie sagen würde, das würde ich zensieren so, und das will ich nicht, dass das in die deutsche Öffentlichkeit kommt. Es gibt vermutlich Debatten innerhalb der kurdischen Bewegung, die geführt werden. Wir überlegen uns praktisch, was ist interessant für die deutsche Öffentlichkeit so, und versuchen da halt Sachen rauszuholen, die wir dann weitergeben. Oder gerade Punkte, wo wir denken, da berichten die deutschen Medien nicht richtig. So, dann versuchen wir sozusagen, das aus unserer Sicht richtig zu stellen oder Leute zu Wort zu kommen zu lassen, die das dann richtig stellen. Das sind so ein bisschen die Maßstäbe, nach denen wir verfahren,
Also ich persönlich sehe jetzt nicht so eine Schere in meinem Kopf, wo ich sage, okay, das muss ich auf jeden Fall, das macht die kurdische Bewegung unsympathisch und das lasse ich lieber raus. Und das sehe ich bei mir nicht. Aber vielleicht hast du irgendwas im Kopf, wo du sagst, vielleicht wird darüber nicht so berichtet. Dann können wir. Nee, habe ich gar nicht. Ich wollte einfach nur wissen, wie er das macht. Und ich glaube, weil ich auch in der Hilfsorganisation arbeite, manche Sachen macht man stärker und manche Sachen, nein, man verschweigt sie nicht, aber man spricht nicht so offensiv darüber. Zum Beispiel, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, wenn es politischen Streit gibt. Das ist ja eben auch angesprochen worden. Der Unterschied zwischen Nordkurdistan und Rojava ist, in Nordkurdistan gibt es mehr oder weniger eine politische Kraft. In Rojava gibt es sehr viele, völlig egal, ob sie einem sympathisch sind oder nicht, es gibt sie. Und es gibt auch eine andere politische Tradition außerhalb der PYD. Das ist einfach da und da führt es ja, da gibt es auch Auseinandersetzungen. Und das war einfach, jetzt eine Informationsfrage, wie er das macht. Gar nicht, weil ich was Besonderes im Kopf habe. Okay. Ja, last but not least, Kadri Kaci, und zwar jetzt Türkei, Istanbul, Rosa-Luxemburg-Stiftung. Weniger, was die Stiftung jetzt macht oder nicht macht gerade, sondern eher der Punkt, tatsächlich nochmal ein bisschen den Ort zu wechseln und zu sehen, wie wird denn das Projekt Rojava in der Türkei verhandelt? Und jetzt weniger das, was wir alles mehr oder weniger wissen, nämlich wie die Situation an der Grenze ist, wie die militärisch-politische Erpressung durch die AKP-Regierung sich vollzieht. Das haben wir zum Teil alle am Fernsehen ja live sehen können. Und wir jetzt als Medico erleben das jedes Mal, wenn wir Medikamente über die Grenze schicken wollen, wie kompliziert das ist. Sondern wie wird das in der Linken diskutiert? Wie diskutiert die nicht-kurdische Linke, sage ich mal, Rojava, gerade auch mit der Erfahrung Gezi? Und Gezi war auch etwas sehr Inspirierendes, zumindest für viele Leute auch hier. Also eine neue Form von politischer Repräsentation, Vielstimmigkeit, das neue Gemeinsame. Und wie verhält sich eine türkische Linke sozusagen zwischen einer sehr aggressiven Syrienpolitik und zwischen einer Ablehnung natürlich auch der Innenpolitik der AKP und dem gleichzeitigen Wunsch und Bestreben der Kurden, auch in der Türkei einen Friedensprozess einzuleiten? Auch von mir einen schönen guten Abend erstmal. Danke für die Frage. Es ist selbstverständlich, muss man erstmal feststellen, was Ercan gesagt hat, was diese Kobane Rojava überhaupt bedeutet. Ganz vorweg muss ich erstmal sagen, am Anfang, also vor 7 oder 8 Wochen oder am Anfang der Kobane-Widerstand gab es auch in der Türkei, auch unter den nicht-kurdischen Linken, große Begeisterung. Man muss eigentlich erstmal so festhalten. Und wir wissen auch, dass es mit Kobane nicht nur darum geht, dass zwei bewaffnete Gruppen kämpfen, da geht es was anderes. Also das ist, es geht um ein gesellschaftliches Konzept und auch genau wie wir wissen, dass die unter den Kurden auch sehr viele sunnitische Muslime gibt. Also da gibt es keine, da existiert keine Frage, ob man Sunniten oder Schiiten oder so Aleviten ist, sondern es geht eigentlich darum, dass man in Kobane bzw. in Rojava ein gesellschaftliches Konzept verteidigt. Und also dieses IS ist gegen dieses Konzept. Erstmal so. Die Grundhaltung von nicht-kurdischen Linken war auch am Anfang so. Und es gibt ja auch in der Tat viele Menschen, einzelne Menschen, auch dahin gefahren sind, auch gestorben sind. Das ist auch Fakt. Trotzdem können wir leider nicht diese Solidarität oder diese Protestaktion in der Türkei gegen IS oder gegen AKP-Regierung nicht vergleichen, was wir während der Gezi-Proteste erlebt haben. Also das ist auch eine Realität. Es ist eine traurige Realität, aber es ist wahr. Und ich habe einige Ideen eigentlich, weshalb sowas nicht zustande kommt. Und Gezi-Protest, nochmal erinnern wir uns, war auch eine wirklich ziemlich gesamtgesellschaftliche Protestaktion gegen die Politik der AKP-Regierung, gegen antidemokratische Haltung der Regierung und Einmischung auch in die Privatsphäre der Menschen. Also der Fass war voll.
und es gab eigentlich diese Protestaktion. Und dieser Motto von Gezi-Proteste, das ist erst der Anfang, war auch für viele linke Gruppen auch ein Motto danach, nach Gezi-Protest. Nochmal, mit Kobane können wir eigentlich dieses Motto nicht mehr anwenden, weil wir ja nochmal, wenn wir Türkei oder Protestkundgebungen sehen, bleiben eigentlich große Demonstrationen oder große Solidaritätsaktionen aus. Es sieht so aus. Also das ist damals während der Gezi-Proteste entstand ja ein gemeinsames Gefühl gegen antidemokratische Haltung gemeinsam zu protestieren. Dieses Gefühl existiert bei diesen Kurdenfragen insbesondere. Das ist ja auch ein Problem immer in der Türkei. Auch genauso bei Völkermordgeschichten existiert leider nicht. Und da sage ich so, weshalb existiert nicht? Das ist nur einige Thesen von mir. Das erste Problem, was wir ständig begegnen, dass die Linken sagen, also wenn es so ist, kann man ja diese Gruppen nicht mehr als Linke bezeichnen, aber trotzdem möchte ich das sagen, dass die Linken auch nicht keine Ausnahme bilden, dass sie auch von Nationalismus befreit sind. Also nicht kurdische Linke, meine ich. Irgendwie kommt das immer zustande. Und diese Haltung wird natürlich nicht so offen gesprochen, aber es werden auch solche Werte zum Beispiel genauso, als das ist auch ein Beispiel, Friedensverhandlungen in der Türkei. Seit 2 Jahren existiert auch ein anderer Zustand, was man vorher gehabt hat, wird das auch nicht so richtig stark mit unterschiedlichen Argumenten verteidigt eigentlich. Das ist so. Umgekehrt wird auch HDP und kurdische Bewegung ein bisschen, wie sagt man, so behandelt, dass sie auch mit Erdogan zusammenarbeiten. Also das finde ich auch eine sehr schlechte Haltung. Und irgendwie gibt es da dahinter diese nationalistischen Gedanken. Und das zweite Problem, was ich vermute, dass die Linken, egal welche Gruppierung sind, außer HDP, also HDP hat ja eigenes Konzept, politische Haltung, keine Konzepte für diese Probleme, also keine politische Konzepte. Man diskutiert vielleicht in kleinen Gruppen und so, außer eine kleine linke grüne Partei, soweit ich weiß, haben andere linke Parteien noch nicht mal als ein Programmpunkt reingenommen, diese Kundenfrage, wie man das löst. Es gibt keine Lösungsvorschläge. Und diese, wie du auch schon gesagt hast, also es existiert in der Türkei so eine Anti-AKP-Haltung. Was AKP macht, egal was, muss man dagegen sein. Und diese Haltung ist weit verbreitet in der Türkei und auch innerhalb der linken Bewegung. Dazu kommt, dass die linke Organisationen, linke Parteien oder Initiativen auch unterschiedliche Positionen gegenüber Assad-Regime hat. Also das spielt auch ziemlich große Rolle. Und ich war wirklich seit teilweise auch wütend und traurig, als ich das erfahren hatte, wie ich vorhin gesagt habe, am Anfang war das ziemlich, im Vergleich ziemlich gute Solidaritätsgeschichten, kleine Kundgebungen, aber diese für die Linken wirklich immer so, ja, es ist ein Kriterium, wie man sich gegenüber Imperialismus verhält, das stimmt also, aber bevor Erdogan das gesagt hat, dass Kobane gefallen ist, haben diese Sache andere Linken gesagt, also angeblich Linken, weil US-amerikanische Bomben also gegen IS waren. Und die haben eigentlich gesagt, es ist jetzt, ab diesem Moment ist es egal, ob Kobane weiter oder um die Kobane oder um das Konzept gekämpft wird oder nicht, Kobane ist verloren, weil es US-amerikanische Bomben waren. Also das finde ich eigentlich undifferenzierte Haltung und dann auch dogmatische Haltung für solche Kämpfe. Und
wie ich gesagt habe, also das ist nicht nur für mir geht es nicht nur um die Solidaritätskundgebung, Demonstration und oder sowas, sondern genau genauso wichtig der andere Punkt, also wie verhält sich die Linken gegen IS in der Türkei? Also das ist, da muss man ja eigentlich auch kämpfen. Trotzdem sind die Linken nicht dazu fähig, obwohl man eigentlich auch mindestens in Istanbul auch offen auf der Straße mehrere Stände von IS gesehen, also die Fotos sind ja auch überall, in Facebook und überall, dass sie auch für IS Spenden gesammelt haben oder auch Menschen überzeugen wollten, dass sie auch für IS kämpfen. Demgegenüber gab es ja auch keine richtige politische Haltung. Also das ist, wenn man mit den Menschen einzeln redet, werden sie vielleicht sagen, dass es schlimm ist. Aber das ist, es gibt keine Kraft, keine politische Kraft, die irgendwie einen Druck ausüben kann, dass sie nicht so in aller Ruhe Spenden sammeln und Menschen davon überzeugen, dass IS eine Organisation ist und zum Kampf einladen. Das finde ich eigentlich sehr traurig. Und wie ich gesagt habe, diese zwiespältige Haltung unter den nicht-kurdischen Linken ist ja auch, stellt ja auch mehr oder weniger die Stärke der anderen, die wir nicht gut finden. Dankeschön. Man muss halt noch dazu sagen, dieses Spendensammeln durch den IS, das gibt es tatsächlich in Istanbul. Es gibt aber, was nicht so viele wissen, ein ganzes Geflecht von islamistischen Hilfswerken. Nicht alle sind dschihadistisch ausgerichtet, aber es gibt im Dunstkreis der AKP ein ganz weit verzweigtes, sehr effektives Hilfssystem, was vor allem in Syrien sehr, sehr aktiv ist und was die humanitäre Hilfe auch mit politischer Agitation verknüpft. Also das ist mehr als Hilfe, das ist tatsächlich ein politisches Ausbildungsprogramm, was da stattfindet. Und das ist sehr gut organisiert und das ist zum Teil viel, viel besser als organisiert, als das andere Hilfsorganisationen sind. Aber sind wir jetzt ein bisschen beim Thema und kommen zum zweiten Punkt, was so ein bisschen unter der Frage, also die zweite Runde, was kann man denn tun, was wird getan? Und ja, kurdische Ärzte in Deutschland. Wir haben das auch immer mitbekommen, jetzt als Medico International, dass viele bei uns angerufen haben, auch viele Kurden und Kunden angerufen haben, was können wir tun? Wir haben was gesammelt, wie können wir das darunter bringen? Wir haben Medikamente gesammelt, wir haben Kleidung gesammelt, wir haben dieses, wir haben jenes gesammelt. Das ist für Hilfsorganisationen immer total anrührend und das schlechteste aller Angebote, weil es sich überhaupt nicht lohnt, Medikamente hier zu sammeln, weil es eigentlich nicht so sinnvoll ist. Wir kaufen das alles dort unten ein, in Diyarbakir mit den kurdischen Strukturen, den kurdischen Apothekern. Das ist unserer Meinung nach wesentlich effektiver und auch sinnhafter. Man spart sich die Transportkosten und alles, was damit zu tun hat. Aber es gibt sehr viel Aktivität und meine Frage an dich ist jetzt, wie habt ihr das gemacht? Funktioniert das? Welche Probleme tauchen auf und wie ist sozusagen die Bereitschaft der Teilnahme, auch gerade unter den Kurden und Kurdinnen? Dann passen die Bilder vielleicht zu der Frage oder können Sie vielleicht am Ende noch machen? Egal. Ja? Dann gucken wir uns ein paar Bilder. Zurück. Und dann hier drücken. So, mit Flüchtlingehilfe haben wir schon 2009, also praktisch angefangen für kurdische Flüchtlinge aus dem iranischen Teil im irakischen Kurdistan schon angefangen. Also jedes Jahr waren wir ein-, zweimal im irakischen Kurdistan. Wir haben immer Medikamente in Deutschland gesammelt, gekauft und mitgenommen oder transportiert. Nach Erfahrungen, also 3-4 Jahre,
Dann kam die Geschichte von Shingal, haben wir so entschieden. Wir haben schon ziemlich große Spende in Deutschland bekommen. Haben wir entschieden, dass wir die Probleme vermeiden, die Kosten und Zeit ein bisschen sparen, vor Ort zu kaufen. Also wir haben das Geld mitgenommen. 2 Tage also waren wir nur unterwegs unter den Flüchtlingen, haben wir geguckt, was brauchen sie, wie sie überhaupt leben. Wir haben mit den zuständigen Behörden auch geredet, was brauchen die Flüchtlinge. Dann haben wir die große Investition im irakischen Kurdistan schon vor Ort gemacht. Das war ungefähr 200.000 Euro. Dann kam die Geschichte von Kobane, dann sind wir auch das, also gleich geblieben. Also in Deutschland nichts sammeln, nichts kaufen, sondern nur Geld sammeln. Und deswegen haben wir mehrere Aufrufe schon gemacht und wieder Geld gesammelt und wir waren noch im Oktober dort. Also wir hatten dadurch also Geld gespart, noch politische Probleme, habe ich gesagt, wir machen keine Politik. Aber immer als wir Medikamente mitgenommen haben oder geschickt haben, also insbesondere in der Türkei haben wir große Probleme gehabt. Sie wissen natürlich, dass wir Kurden sind, für die Kurden machen und wir haben immer Schwierigkeiten gehabt. Auch leider, das sage ich mal, auch letztes Mal bei der Hilfe für Shingal, auch am Flughafen Erbil haben wir Schwierigkeiten gehabt, auch von den kurdischen Behörden. Es war, ich weiß nicht, bürokratisch oder anders, ich weiß es selber nicht. Also für Kobane im Oktober, ich war selber 10 Tage dort, also in Suruj. Ich will mal die Bitte vielleicht nachher zeigen, also vom 2. bis 12. Oktober. Innerhalb von 10 Tagen, also waren die Grenze Kobane-Suruj dicht 3-mal. Und durch diese 3-mal sind 4 Verletzte verstorben durch Blutungen. Einmal waren die Grenze 24 Stunden zu, durfte keiner reinkommen. Einmal 4 Stunden, einmal 6 Stunden. Wir wollten noch Medikamente also vor Ort kaufen, nach Kobane bringen. Durften wir natürlich nicht, auch politisch. Wir haben gesagt, okay, wir gehen auch nicht. Wir kaufen Medikamente, aber schicken. Auch haben wir gesagt, es war noch dieser türkische grüne Halbmond dort. Haben wir gesagt, wir sind auch einverstanden, wir kaufen Medikamente und wir geben bei einer türkischen Organisation, dass sie selber das nach Kobane bringen. Ging auch nicht, leider. Ja. Ich wollte mal gerne ein paar Bilder zeigen und wie die Flüchtlinge überhaupt in Suruj. Suruj ist die Grenzstadt zu Kobane, ungefähr 6 Kilometer. So, das funktioniert. Ich habe hier gedruckt. Hier vielleicht oder nicht? Ja, das geht auch. Ne? Hier ist eine kleine Karte von Rojava selbst. Die grüne Farbe ist also Geografie von Rojava, von Westkurdistan. Sprichst du ein bisschen ins Mikrofon, sonst ja. Versteht die Welt dich da draußen nicht. Ja, also das Gelbe zeigt, wo ISIS von Mosul, also nach Deir ez-Zor, Raqqa und Richtung Kobane Macht hat oder unter Kontrolle hat. Hier ist Kobane in der Mitte, von 3 Seiten ist der ISIS. 4. natürlich ist die Grenze Türkei. Hier sind also Live-Bilder so aus Kobane. Oben, ganz oben, das kleine Berg, schon bekannt, Meshtanur heißt es in Kobane. Hier waren also, als die Flüchtlinge von Kobane nach Suruj wollten, also die Grenze durchgehen, durften die Autos und LKWs nicht mitnehmen. Deswegen sind alle dort geblieben, also an der Grenze selbst. Hier ein paar Bilder auch von den Flüchtlingen in Camps in Suruj-Stadt.
will mal ein bisschen schnell gehen. Also hier hatten die Flüchtlinge keine Unterkunft gehabt, einfach im Freien auf am Park übernachtet. Hier in der Moschee haben ein bisschen Sachen von uns bekommen. So leben die Flüchtlinge. In diesem Laden waren drei Familien. Also wo man hinten sieht, ein Laden halb offen. Dort wohnen drei Familien. Hier noch ein Laden, zwei Familien waren drin. Hier auf dem Dorf, in diesem Haus, hat der Hausbesitzer 11 Familien bei sich gehabt. Hier ist in dem Laden, so leben die Familien dort. So haben die Familie auch gekocht, Kinder waschen. Das darf normalerweise, sage ich mal, bei den Kurden allgemein oder bei den Muslimen nicht passieren. Das ist eine Moschee. Und das Kind selber ist ein Mädchen. Hier ist auch interessant, also ich war mit einer Familie in einem Camp hier, also die Oma, die Mutter mit 4 Kindern. Allerkleinste war 3-4 Monate. Der Vater, ich habe nach dem Vater gefragt und die Oma hat mir erzählt, der Vater mit 2 Brüdern sind vom ISIS also festgenommen worden und sind verschwunden. Sie haben keine Informationen darüber. Stadt Zürich hat nur ein staatliches Krankenhaus mit 50 Betten, weil viele Verletzte aus Kobani nach Zürich kamen. Hatten sie keine mehr Betten für die Verletzte. Deswegen haben sie 2 große Zelten auf dem Hof gebaut. Es ist einer, der zweite kommt vielleicht später noch. Hier oben sieht man das Krankenhaus von Kobani selbst. Ja, dieses Gebäude ist Krankenhaus Kobani. Das hat auch der IS auch zerstört, also lebt nicht mehr als Krankenhaus. Das ist ein Teil von den kurdischen Ärzten aus Kobani. Als das Krankenhaus zerstört war, haben sie für sich eine kleine Klinik gesucht, ein Gebäude sauber gemacht. Sie machen es schon sauber. Sind alle 5 natürlich Ärzte hier. Hier behandeln sie noch Kind, ein Erwachsener, ein alter Mann. Hier ist noch ein Mädchen, war verletzt durch Waffen von IS. Und sie bräuchte Blut. Und dort hatten sie kein Blut gehabt. Hier ein Chirurg von dem Team selber hat Blut spendiert. Hier ein Kinderarzt mit einem Apotheker verteilen Medikamente und was ähnliches auf, ich glaube, so ungefähr 4.000 bis 5.000. Leute sind noch Zivilleute auf den Grenze selbst, also nicht direkt in den Stadt Kobani, sondern an die Grenze. Es ist ein Peshmerga, der ist ein Major, der kommt selber aus Kobani, ist Arzt, arbeitet in Erbil. Der ist auch mit der Gruppe von Peshmerga nach Kobani gekommen. Der ist immer noch bis heute da. Also der mit Kindern von Kobani. Und er kocht selber und hat mir geschrieben, wir haben gekocht und die Kinder von Kobane, die sind noch geblieben mit der Familie, haben gedacht, kamen die Peshmerga, dann haben sie viel mitgebracht. Und die Kinder suchen jetzt Essen und hat noch die Kinder selber also fotografiert. Die Kinder kamen zu Peshmerga, wollen was zum Essen haben. So, ein Kollege der Apotheker hat gezeigt, wie Kobane zerstört ist. Zweiter Zelt im Krankenhaus Zürich. So politisch. Ich habe die Bilder selber gemacht, aber ein Kollege von diesem ersten Team hat eine politische Bedeutung gegeben. Manche haben gedacht, Kobane wird so fallen. Manche haben so gedacht, manche haben so gedacht oder manche haben so gewünscht, aber nach diesem Bild, also dieses Bild sind, also die bewaffneten Leute sind Peshmerga und YPG. Die Zivile sind alle Ärzte hier. Die Peshmerga und YPG haben zusammen das erste Team in Kobane besucht und haben dieses Bild gemacht. Nach diesem Bild
dann ist Kobani so geblieben, ist nicht gefallen. Das die Sonne so. Geht auf, ja. Nicht unter. So, Erjan, jetzt musst du wiederkommen. Ja, das waren eindrückliche Bilder. Das Krankenhaus übrigens, wir hatten da eine Blutbank finanziert und hingebracht, noch im Sommer, kaputt. Aber jetzt gibt es einen neuen Krankenwagen. Ja, ich habe mit dem, Gesundheitsminister von Kanton Kobani damals gesprochen und er ist der Meinung, wenn ein bisschen Ruhe ist, dann müssen wir alles neu wieder aufbauen. Und hat auch nach Hilfen gefragt, ob was aus Deutschland möglich ist. Also wir werden das machen. Also Medico wird das machen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Gerne, wir haben. Dann gerne können wir vielleicht zusammen machen. Wir könnten sicherlich auch was zusammen machen. Ja. Wir haben irgendwie, heute ist ein LKW mit Medikamenten über die Grenze gegangen, um 4. Und das Problem ist, dass es ein bisschen gefährlich ist. Es wurde sofort scharf geschossen. Und also sie mussten wirklich durch Maschinengewehrfeuer fahren, weil in dem Moment, als die LKWs kamen, vom Hügel, wo der IS noch ist, gekämpft wurde und sofort auch dieser humanitäre Transport angegriffen wurde. Ja, aber zurück zur Solidarität oder zur Solidarität hier oder jetzt auch zu Erjan und nicht zu Medico International und was wir tun. Wir haben ja eben schon ein bisschen darüber gesprochen, was die Gründe sind, warum die Leute Interesse haben und warum die Veranstaltungen gut besucht sind. Und du hast ja auch ein bisschen gesagt, das ist so eine Mischung einmal aus dem politischen Projekt selber, natürlich auch mit einer medialen Aufmerksamkeit und weil es in Anführungsstrichen den richtigen Gegner gibt. Oder weil der Gegner auch viele emotionale und politische, zumindest Interesse, vielleicht sogar auch Energien freisetzt. Man weiß das nicht so genau. Aber auf jeden Fall ist es eine Konstellation, in der es eine andere Öffentlichkeit für das Projekt und für die Ideen des Projektes gibt. Und das ist ja erstmal total gut. Und die Frage ist jetzt natürlich, außer immer wieder auch Veranstaltungen und Aufklärung zu machen, was sind denn tatsächlich jetzt auch Möglichkeiten und auch Angebote und Ideen, die die kurdische Bewegung hat, die du hast, um das, was jetzt auch an Möglichkeitsfenster entstanden ist, tatsächlich, wo vielleicht Ressentiments abgebaut werden, wo Bilder sich als nicht mehr ganz richtig erweisen, wo man feststellt, die Kurden sind gar nicht, oder die kurdischen Linken oder auch die kurdische Bewegung oder das, was in Rojava passiert, vielleicht auch das, was in der Türkei passiert, ist doch gar nicht so viel anders, als vielleicht wir bestimmte Dinge denken. Also wo man mehr Gemeinsamkeiten zumindest entdecken kann. Was sind die Möglichkeiten, die es jetzt dafür gibt? Weil ich frage mich das auch manchmal, das kann ja nicht die dritte, vierte, fünfte und sechste Broschüre sein. Das ist auch wichtig, dass es das immer wieder zu lesen gibt. Aber wo gibt es eigentlich auch Handlungsmöglichkeiten, die jetzt über das Spenden hinausgehen? Also die Erfahrung zu machen von dem, was dort ist. Du warst ja auch dort. Ja, erstmal möchte ich sagen, Rojava braucht Solidarität, ist an einer sehr kritischen Lage, also Kobani, nicht nur Kobani insgesamt, auch Afrin und Jizire, das sind die anderen beiden Regionen, die auch Kantone genannt werden. Es ist sehr dringend. Gleichzeitig können wir aber in diese Solidarität Menschen hier aus Europa oder aus anderen Regionen der Welt einiges lernen, eben wegen diesen politischen Inhalten, die dort vorangebracht werden, umgesetzt werden. Diese politischen Inhalte, die sie dort versuchen umzusetzen, die ich ja vorhin angerissen habe, das sind Themen, die weltweit unter linken, emanzipatorischen und ähnlichen Menschen diskutiert werden. Also ist alles, man ist sich näher gekommen. Also diese Globalisierung hat auch ein bisschen die Idee näher gebracht und aus der Erfahrung des Realsozialismus ist man ja auch schlauer geworden und viele Bewegungen sagen ja, okay, Neoliberalismus ist sowieso keine Möglichkeit, Realsozialismus nicht und alles, was damit zusammenhängt. Es gibt ja auch weltweit eine Diskussionen, eine Suche nach
freieren, solidarischen Gesellschaften. Und dort wird es ja ein bisschen umgesetzt. Und da sammelt man Erfahrung. Also es ist die praktische. Da sind Räte, sind Kommunen, die kommen zusammen. Und da sind zumeist aber Menschen, die gar nicht groß vorher jahrelang diskutiert haben, wo es schnell so auf die Agenda kam. Nun, du hast recht, Broschüren und Veranstaltungen und so, das ist viel zu wenig. Es gab jetzt diese Welle in den letzten Wochen, unheimlich viel Interesse, hunderte Menschen auf den Veranstaltungen. Wir hatten ja in Frankfurt, die war überwältigend vor 2 Monaten. Die Welle war gut und es war vorauszusehen, dass sie wieder ebbt. Jetzt ist es die Zeit gekommen, sich mit den Inhalten dieser Bewegung oder was da umgesetzt wird und zusammenhängt, sich tiefer auseinanderzusetzen. Also jetzt kommt die zweite oder die nachfolgende Phase. Und da muss man ansetzen, also die inhaltliche Vertiefung, sich direkt mit den Aktivisten vor Ort austauschen, mit Menschen, die dazu arbeiten, weiter diskutieren. Dazu gehört es auch, doch was zu publizieren. Ich war ja mit 2 Freundinnen in Rojava im Mai, wir werden jetzt ein Buch herausbringen, es wird Anfang des Jahres kommen, wann genau weiß ich noch nicht, aber wir sind fast fertig mit dem Buch, das ist auch ein kleiner Beitrag dazu. Wir müssen hier politische Forderungen hier für Deutschland und EU ein bisschen konkreter formulieren, für die sogenannte Innenpolitik, aber interessiert sein an Inhalten, die wir von dort wieder rübernehmen können. Ich denke, der Austausch mit Aktivisten vor Ort ist wichtig, dass auch Leute von hier dahin fahren, die Menschen hier hören von uns, wie es da ist oder sein kann, aber die müssen ja auch selbst ihre Erfahrungen machen, um auch zu sehen, okay, da ist was, da bemühen sich Menschen und eine große Zahl von Menschen, also die Mehrheit der Gesellschaft dort, dass das auch so aufgenommen wird. Es gibt ja die Ressentiments aus den 80er und 19 gern und die Vorurteile, vor allem wegen der PKK, dass es stalinistisch, terroristisch und so weiter ist, die wirkt natürlich nach. Also die wirkt natürlich nach bei der kurdischen Bewegung. Und und in den letzten 5, 6, 7 Jahren hat sich das schon ein bisschen geändert. Also man merkt das schon, dass da Menschen sagen, okay, das ist nicht mehr die Bewegung von früher. Da hat sich viel geändert. Und manche suchen vielleicht, wenn sie in Kurdistan sind, doch irgendwo welche Leute, die dahinter stehen und schatten und dann alles dominieren. Aber so ist es nicht mehr. Und die Menschen entscheiden selbst. Nun, dieser Austausch ist wichtig. In Bezug auf Rojava sind auch konkrete Projekte meiner Meinung nach wichtig. Angesprochen wurden die medizinische Hilfe, die ist sehr wichtig. Das Gesundheitssystem dort ist in einem schlechten Zustand. Es gibt zu wenige Ärzte, zu wenige Medikamente gegen chronische Krankheiten und so weiter, zu wenige Geräte. Das ist das eine. Aber es müssen auch Projekte, wenn ich jetzt konkret werde, unterstützt werden, die darüber hinaus und auch über Waffenlieferungen oder Waffenspenden hinausgehen. Also Waffenspenden, das kann man natürlich tun, ist auch gut. Aber das reicht allein auch nicht aus. Das ist eine Solidarisierung von hier aus. Und ist vielleicht auch nicht schlecht, um sozusagen die Unabhängigkeit der Bewegung zu unterstützen, dass man jetzt nicht sagt, die Staaten sollen Waffen liefern, sondern eher sagen, hier Menschen, die sich solidarisieren. Aber wichtig sind auch, dass Infrastrukturprojekte unterstützt werden. Das finde ich persönlich sehr wichtig. Es gibt dort neue Kommunalverwaltungen wurden aufgebaut. Trinkwasserversorgung, Abwasserversorgung, Müllabfuhr. Das sind alles sehr existenzielle Probleme, die sie da haben. Die bewältigen das irgendwie, aber es herrscht ein Embargo. Das ist ein ganz großes Problem. Das wirkt sich komplett auf das Leben aus. Die können einfachste Sachen nicht importieren. Einiges Kleines wird geschmuggelt, aber es ist auch nur ein Tropfen aus dem heißen Stein. Momentan laufen so diese Daseinsvorsorge, Wasser, Müll und so weiter, Verkehr, das läuft so einigermaßen, es wird improvisiert, Strom, Heizen, das sind alles sehr elementare Probleme, darüber wurde viel diskutiert dort. Ich denke, in der Hinsicht kann man auch etwas tun, Projekte konkret unterstützen, wie wenn es Erfahrungen in der Welt gibt, sich in dem einen oder anderen Bereich unabhängig machen von Hightech oder Importen. Das wäre wichtig.
da kann man bestimmt ansetzen. Das sind etwa Sachen, wo man wirklich beitragen kann, aber wichtig sind auch, Frauenprojekte zu unterstützen, die Frauen dort zu stärken. Das ist eine starke Frauenbewegung da, aber vielleicht finanziell oder in der einen oder anderen Hinsicht. Es gibt mehrere Gebiete, wo man wirklich was tun kann, und wichtig ist auch, denke ich, die unterste gesellschaftliche Einheit, die sogenannten Kommunen. In diesem Rätesystem ist das die unterste. Das sind meistens ein, zwei Straßenzüge, die man sich genauer anzusehen, wie die sich organisieren. Da kann man auch sehr viel, denke ich, erfahren, wie es in der Praxis da läuft. Das ist dann nicht mehr jetzt die Infrastruktur oder der technische Bereich. Also das sind so Gebiete, wo man sich auseinandersetzen kann. Aber wenn man all das behandelt, muss man das auch ein bisschen aus der politischen Perspektive und umfassenden Blick aber auch nie verlieren. Ja, da würde ich gerne noch mal kurz nachfragen, weil das sind natürlich, ich war ja auch mehrmals dort, und das ist tatsächlich, das braucht es alles. Es braucht eine Kanalisation, es braucht eine Infrastruktur, es braucht eine Wasserversorgung. Strom ist essentiell und ist nur wenige Stunden am Tag da. Dann das große Problem der städtischen Bürokratie. Viele der hohen Staatsangestellte, fast alle, sind nicht mehr da. Also es fehlt auch nicht nur das technische Know-how, sondern auch das Know-how, wie Bürokratie funktioniert und wie man Bürokratie sozusagen an den Menschen orientiert aufbauen kann und was das eigentlich heißt, eine Stadt zu verwalten und was für Fragen da auftauchen. Das ist ja jetzt auch nicht was, wo linke Aktivisten besonders stark drin sind, weil das doch eher die Ausnahme ist, dass wir über Kommunen, Städte oder gar Straßen verfügen würden, wo wir solche Praxen erproben. Und zugleich sind das natürlich auch ganz klassische Hilfsprojekte. Hilfsprojekte, die auch das technische Hilfswerk mittlerweile machen kann, die auch NGOs machen können. Und zugleich, da will ich schon noch mal fragen, gibt es zumindest in der westdeutschen Linken, auch in der ostdeutschen Linken, auch wenn es ganz anders war, es gibt natürlich auch, zumindest in der westdeutschen Linken, aus der ich komme, eine Erfahrung der Projektunterstützung, der Solidaritätsbrigaden, Stichwort Lateinamerika, Mittelamerika 1980er Jahre und in Folge. Da ist unglaublich viel getan worden. Man ist dahin gefahren, man hat Kaffeeplantagen gemacht, man hat Müllabfuhr gemacht, man hat ökologische Landwirtschaft gemacht, und alles, was man sozusagen hier nicht machen konnte, hatte man dort versuchsweise bedarfsorientiert gemacht. Viele dieser Projekte sind dann auch im Zuge der politischen Entwicklung in diesen Ländern verkümmert, sind nicht weitergegangen, es gab Enttäuschungen, es gab das Gefühl, man hat etwas getan und man wusste im Nachhinein gar nicht mehr, ob es tatsächlich das ist, was man sich da vorgestellt hat. Nun sind dafür die Kurden und Kurdinnen sicherlich nicht verantwortlich, das ist natürlich Quatsch. Aber wie geht man mit so einer Erfahrung um, wenn man weiß, dass es zwar eine Bereitschaft gibt, etwas zu tun, aber natürlich auch eine Erfahrung gibt, dass sich manche dann auch möglicherweise in Anführungsstrichen betrogen fühlen können, wenn das, was alles gesagt wird, was in Rojava passieren soll, vielleicht doch nicht so passieren wird. Also wie geht man mit diesem politischen Moment um, tatsächlich auch einen wirklichen Erfahrungsaustausch über das, was passiert, über das, was man möchte, aber auch über das, was eben noch nicht ist, herzustellen, damit genau diese Erfahrung zumindest kleiner wird, wenn sie denn überhaupt gemacht wird. Denn sie hat ja zur Voraussetzung, dass Leute es tun. Nun, all diese Themen, die ich genannt habe, dieser praktische Bereich oder technische, infrastrukturelle Bereich, das sind Themen, die erst seit diesem Jahr intensiv in Rojava diskutiert werden. Letztes Jahr wurde noch über die Befreiung diskutiert, da gab es große Angriffe auch auf die anderen Gebiete. Dieses Jahr ist man überhaupt erst dazu gekommen, neuere Ansätze einzubringen. Ich meine, es war eine staatlich organisierte Wirtschaft, natürlich mit Privatwirtschaft. Und dieses Jahr, Frühjahr, Anfang des Jahres, auch mit der Ausrufung der demokratischen Autonomie, dieser autonomen demokratischen Selbstverwaltung, ist man dazu übergegangen, viel umzusetzen. Und man bemüht sich, es werden viele Kooperativen aufgebaut. Ich sage nicht gleich Hunderte, aber man versucht in verschiedenen Wirtschaftsbereichen Kooperativen aufzubauen, damit sie auch ein Mitspracherecht in diesen verschiedenen Bereichen haben, zu stärken. Ich sagte ja, solidarische Wirtschaft. Es gibt auch natürlich viel Privatbesitz und viel Kleinbetriebe. Und die wollen nach der alten Logik weiterarbeiten. Da sind auch so zwei Modelle, die gegeneinander ankämpfen. Aber
von den Rätestrukturen, von den politischen verantwortlichen Aktivisten ist da schon eine Stoßrichtung gegeben und da wird gesagt, wir wollen das entwickeln. Wir müssen das entwickeln, wenn wir politisch vorankommen wollen. Es ist noch nicht so, dass da jetzt viel getan wurde, aber es gibt das Bemühen ernsthaft und es wird groß diskutiert. Es kann alles scheitern, das ist eine andere Sache, aber einen ernsthaften Willen gibt es da und man möchte das voranbringen. Und eins will ich noch sagen, das hat sich auch so langsam entwickelt. Also man kam ja nicht gleich mit Kooperativen an und mit dem, den Räten schon, aber ich meine wirtschaftlich, sozial, dass diese Ideen, diese politischen Inhalte kamen erst jetzt, kommen langsam durch die Gesellschaft, durch die Räte und man will das umsetzen. Auch in der Landwirtschaft und in allen Bereichen des Lebens. Und da kann man, da gibt es Verknüpfungspunkte, denke ich. Und die Möglichkeit, dass da Enttäuschung da ist, kann sein. Aber ich so viel erstmal zu deiner Frage. Okay. Dankeschön. Müssen wir jetzt weiter? Machen wir nochmal weiter. Eins würde ich noch hinzufügen. Bitte. Das habe ich am Anfang vergessen. Solidaritätsarbeit hier. Die Auseinandersetzung mit den politischen Inhalten, das ist das eine. Aber was Rojava auch braucht, ist eine Legitimierung in der Welt. Also bis in die politische Mitte hinein, bis zu den Regierungen und Staaten. Dass diese Verwaltungen, Selbstverwaltungen, die demokratischen, anerkannt werden. Also nicht gleich als Staat oder so, aber dass da auch eine Aufbau von Beziehungen da sind, dass man sich mehr trifft und so weiter, ein bisschen auf der politischen Bühne, regional, internationalen wahrgenommen werden, das schafft auch einen kleinen Schutzmechanismus. Das ist auch nochmal wichtig. Das ist jetzt der perfekte Übergang zu der Frage, weil das nämlich genau das ist, worüber ich mit ihm auch kurz nochmal weiter sprechen wollte, weil er hat ja auch gesagt, wir sind sozusagen nicht mehr hinterhergekommen, den Anfragen. Also FAZ und hier Informationen und kennen Sie jemanden dort, wir wollen da hinfahren, wie kann man da hinfahren, wie geht das am besten und so weiter und so fort und am besten auch noch einen Fahrer und einen Übersetzer organisieren und alles, was so Journalisten alles gerne haben wollen, auch Parlamentarier haben wollen, wenn sie das machen und natürlich auch brauchen. Aber es ist ja auch absehbar, dass das zurückgehen wird. Und schon jetzt ist sozusagen die Regelmäßigkeit, mit der jetzt Kobane in den Medien ist, wir wissen nicht, was mit Avrin passiert, das ist eben schon angedeutet worden. Es gibt Hinweise, dass das dort möglicherweise im Frühjahr losgeht, also das, was in Kobane passiert ist. Aber zumindest in Kobane hat die Situation stabilisiert, die Stadt wird nicht fallen, das ist relativ klar, das sagen alle. Wir haben auch gestern mit Ihnen nochmal telefoniert, mit den Ärzten. Und es gibt noch Probleme, aber man wird wahrscheinlich, wenn nicht etwas Unvorhergesehenes passiert, diese Probleme tatsächlich lösen können. Und dann ist natürlich die Gemeinde noch nicht wieder befreit und der ganze Kanton, aber dann werden auch sehr viele Flüchtlinge zurückkehren, sobald die Straßen sicher sind und das heißt von Minen und so weiter und so fort gesäubert sind. Dann werden sicherlich nochmal viele Journalisten hinfahren, wenn man hinfahren kann, aber natürlich wird es abnehmen. Die Frage ist jetzt, was macht ihr damit? Und Erdogan hat das eben schon angesprochen, zu versuchen, eine politische Legitimation oder eine politisch legitimierte Anerkennung zu bekommen. Also ist das das, woran ihr jetzt arbeiten wollt? Ist das sozusagen die Stoßrichtung oder geht es auch ein bisschen in die Linke nochmal hinein? Also tatsächlich das zu stabilisieren, was sich an Interesse erstmal in den letzten Monaten aufgebaut hat. Was habt ihr da vor? Genau, bevor ich auf deine Frage jetzt eingehen will, würde ich kurz noch einen Satz zu deiner letzten Frage an Eljan sagen. Eljan hat vorhin gesagt, dass es sozusagen, es gibt das Bemühen, dieses alternative demokratische Gesellschaftskonzept aufzubauen innerhalb der kurdischen Gesellschaft. Und klar gibt es auch politische Gruppen und Tendenzen, die das Alte beibehalten wollen, die dort eine gewisse Macht hatten und diese Macht nicht so leicht und gerne weggeben wollen. Und klar kann es dann für Aktivisten hier, die rübergehen wollen, zur Enttäuschung kommen, wenn gerade die Gruppen, die gegen dieses demokratische Gesellschaftskonzept sind, erstarken und versuchen sozusagen die demokratische Autonomie zurückzudrängen. Aber ich finde, also den Ansatz dann falsch zu sagen, die Kurden haben uns betrogen so im Nachhinein und sie haben jetzt doch nicht ihr demokratisches Gesellschaftskonzept aufgebaut, was sie uns hier propagiert haben,
sondern ich glaube, der richtige Ansatz ist, von vornherein sich als Linker hier in Deutschland auf die richtige Seite zu stellen und dieses Gesellschaftskonzept, das demokratische, das progressive Konzept sozusagen zu unterstützen und denjenigen Teilen der kurdischen Gesellschaft sozusagen, die dieses Konzept aufbauen wollen, denen den Rücken zu stärken. Das wäre noch kurz dazu gesagt. Also, um zu deiner Frage zu kommen, ich denke, Ercan hat es schon gesagt, ein Teil der politischen Arbeit wird es jetzt sein, irgendwie zu versuchen, eine gewisse Anerkennung für das Konzept oder für die Kantone in Europa und der Welt sozusagen zu erzeugen, dass sozusagen diese Systeme, wenn sie international gewissermaßen anerkannt werden, ich kenne mich da jetzt irgendwie völkerrechtlich nicht aus, wie, was da die genauen Bestimmungen sind, weil Rojava sieht sich als, weiterhin als Teil eines zukünftig demokratisch-föderalen Syriens, aber dass gewisse Beziehungen geknüpft werden, eine gewisse Legitimität geschaffen wird, ist natürlich ein Schutzfaktor für die Bevölkerung in Rojava. Und ich weiß beispielsweise, dass es in Göttingen Initiativen gibt, eine Städtepartnerschaft mit Kamischlo aufzubauen und dass es dahin geht. Also das ist beispielsweise ein Beispiel, wie man das vorantreiben kann irgendwie, dass dieses Gesellschaftskonzept eine gewisse Legitimität hat. Die kurdische Bewegung, nicht nur in Rojava, sondern insgesamt macht bei ihrer Bündnisarbeit eine gewisse Differenzierung. Sie hat auf der einen Seite sozusagen ihre strategisch langfristigen Bündnispartner. Das sind vor allem linke Kräfte hier in Europa, also eigentlich alle gesellschaftlichen Kräfte, die sozusagen das Paradigma oder die Perspektive einer demokratischen, geschlechterbefreiten, ökologischen Gesellschaft teilen. Das sind sozusagen unsere Weggefährten, unsere Genossen, unsere Freunde, die mit uns zusammenarbeiten, die uns auch die Hand gereicht haben, bevor Kurdistan jetzt wieder hip geworden ist und mit uns zusammengearbeitet haben. Und mit diesen Leuten wollen wir auch zusammenarbeiten, kämpfen, auch nicht nur zu Kurdistan arbeiten, sondern ich war lange Zeit bei den kurdischen Studierenden aktiv und wir haben auch immer versucht, irgendwie uns in politischen Arbeiten hier hineinzubringen, die Nazis hier in Frankfurt zu blockieren oder andere Projekte voranzutreiben. Das ist sozusagen unsere Zusammenarbeit mit den linken Strukturen hier. Auf der anderen Seite gibt es sozusagen taktische, befristete Zusammenarbeiten, die eingegangen werden. Und wenn ich beispielsweise so eine taktische, mit jemandem so eine taktische Partnerschaft eingehe, dann weiß ich vielleicht auch, dass mein Gegenüber jetzt nicht gerade mein bester Freund ist, dass er vielleicht ganz andere Interessen auch in der Region verfolgt und dass er vielleicht auch langfristig betrachtet mein politischer Gegner ist. Aber an einem gewissen Punkt kommt das irgendwie zu einer Überschneidung, der Interessen und an dem Punkt arbeitet man zusammen. Das Paradebeispiel dafür ist jetzt irgendwie die Unterstützung der USA für den Widerstand von Kobani. Also der kurdischen Bewegung ist klar, welche Rolle die USA im Mittleren Osten spielt. Sie weiß, ihr ist auch bewusst, dass gerade die Irak-Politik und die Syrien-Politik den Boden dafür geschaffen haben, also die Irak- und Syrien-Politik der USA den Nährboden dafür geschaffen haben, dass so eine Organisation wie der IS erstarken konnte. Aber die Gefahr, die jetzt vom IS sozusagen sowohl für Kobani ausgeht, aber auch für die Interessen der USA ausgeht, haben sozusagen an diesem Punkt beide Gruppen, beide Parteien zusammengebracht. Und an diesem Punkt sozusagen es ist nicht nur diese Zusammenarbeit, ich denke auch, dass der internationale Druck und die Proteste, die internationale Solidarität die USA an den Punkt gebracht hat, wo sie sozusagen agieren musste, weil der US-Außenminister hat am Anfang irgendwie in einem Statement gesagt, so leid es uns tut, also sinngemäß so leid es uns tut, Kobani ist irgendwie nicht strategisch wichtig für uns. Und dann sind sie doch aber später aktiv geworden bei der Verteidigung von Kobani. Und ich denke, da hat halt auch sehr viel so die Solidarität und die Proteste weltweit dafür gesorgt, dass die USA da auch handeln musste. Aber langfristig gesehen ist halt klar, dass sozusagen das Projekt, das die kurdische Bewegung im Mittleren Osten hat, und das Projekt, das die USA für den Mittleren Osten vorsieht, das Greater Middle East Project, nicht zusammenpassen. Also man ist langfristig gesehen, wird man nicht zu besten Freunden sein. Und es mag auch sein, dass wenn die Gefahr des IS gebannt ist erstmal, dass die USA versuchen wird, irgendwie dieses System zu unterminieren, weil das vielleicht dieses Modell als Gefahr für ihre eigenen Interessen betrachtet. Dennoch denke ich, dass auf der einen Seite eine gewisse
politische Arbeit auch mit Kräften, mit politischen Mächten geführt werden muss, eben um sie zu der Anerkennung von Rojava zu drängen, zu bewegen, um sozusagen das System stärker, besser zu schützen. Und wir wissen, dass, wie gesagt, man fordert selbst von der Türkei, dass sie das System anerkennt, dass sie die Grenzen öffnet, aber wir wissen auf der anderen Seite, dass die Türkei den IS unterstützt im Kampf gegen Kobani. Trotzdem wird diese politische Arbeit gemacht. Salih Muslim reist trotzdem in die Türkei, wenn er eingeladen wird, und versucht sozusagen die Türkei dazu zu bewegen, dass sie morgen oder übermorgen ihre politische Haltung ändert. Das heißt, das ist sozusagen ein Teil der Politik. Auf der anderen Seite mit unseren mit den strategischen Bündnispartnern, da haben wir nicht das Problem, dass wir darum kämpfen müssen, dass unsere strategischen Bündnispartner, dass die linken Strukturen Rojava anerkennen sollen, weil sie erkennen das System ohnehin an, sie unterstützen es, sie sind solidarisch damit. Mit diesen Leuten müssen wir dafür arbeiten, sozusagen dieses Gesellschaftskonzept weiter aufzubauen, weiter zu stärken und sozusagen zu zeigen, dass im Mittleren Osten eine Alternative, eine gesellschaftliche Alternative, die fortschrittlich ist, möglich ist. Das müssen wir sozusagen gemeinsam mit unseren strategischen Bündnispartnern, mit unseren Freunden machen. Das ist das, was ich erstmal zu sagen habe. Wenn du noch eine Frage hast, gerne. Ja, wenn ich noch eine Frage schnell habe. Ach bitte, das war auch umfassend jetzt. Ich komme jetzt nochmal zu Kadrice und nochmal zu Istanbul und zur Türkei. Und du hast das ja am Anfang schon ein bisschen umrissen, die Problematik der nicht-kurdischen Linken ist auch ein komplizierter Begriff, ist eigentlich nur ein Gebrauchsbegriff, weil er nicht wirklich stimmt. Man darf das, glaube ich, nicht ethnifizieren. Es gibt sehr viele ethnisch-kurdische linke Aktivisten, die nicht in der kurdischen Bewegung sind. Es gibt sehr, sehr viele, also so rum ist das ein sehr problematischer Begriff, aber ich habe ihn einfach mal benutzt, um sozusagen die Differenzierung schneller zu machen. Wir haben gerade auch die Bilder gesehen von den Ärzten und von der Situation in Suruç. Und ich war da ja auch mehrmals. Und es ist ja tatsächlich so, jedes kurdische Rathaus entlang der Grenze, sogar bis Diyarbakir und höher, ist ein humanitäres Notfallzentrum. Man hat also von Anfang an, die Bürgermeister haben sich getroffen, die haben versucht, die Gemeinden zu organisieren. In Suruç wurden alle öffentlichen Gebäude zur Verfügung gestellt für die Flüchtlinge, weil sie in die staatlichen Angebote des türkischen Roten Halbmonds nicht so gerne wollten. Da gibt es zwar auch Lager, aber die sind eher nicht besucht worden oder nur zögerlich angenommen worden, weil es natürlich die begründete Annahme gab, dass das nicht nur Flüchtlingslager sind, sondern dass es vor allem auch darum geht, dafür zu sorgen, dass die jungen Männer und die jungen Frauen nicht zurückgehen zum Kämpfen. Also diese Lager haben auch immer eine Kontrollfunktion, wenn sie von der Türkei eingerichtet werden. Aber die kurdische Zivilgesellschaft ist wirklich total aktiv. Die mobilisieren jeden Tag. Jede Woche gibt es verschiedene Gemeinden, die einen besonderen Aufruf machen. Es werden Sachen transportiert etc. pp. Und es gibt auch eine sehr große politische Solidarität. Und eigentlich sprechen auch alle darüber. Welche Solidarität, du hast es zwar schon angedeutet, dass es nicht sehr entwickelt ist und dass es vielleicht doch wieder so ein bisschen der Kampf der anderen woanders ist, was Kurdistan immer sehr lange in der Türkei war. Aber es gibt auch Märtyrer gefallene Internationalisten aus türkischen, radikalen, linken und kommunistischen Organisationen und Gruppen, die nach Kobane gegangen sind und dort ihr Leben ließen. Es gab auch anarchistische Gruppen, die in diesen Widerstandsdörfern an der Grenze von Suruç Nachtwachen gemacht haben gegen den Islamischen Staat und da auch neue Erfahrungen gesammelt haben, weil wenn man nicht aus diesen Dörfern kommt, gab es eigentlich vorher nie einen Grund, in diese Dörfer zu gehen. Das waren einfach Grenzdörfer, Schmugglerdörfer. Man lebte da, man hatte da eigentlich nicht viel verloren, wenn man da nicht hergekommen ist. Also was gibt es an Initiativen und was glaubst du, wird jetzt auch in der nächsten Zeit passieren? Jetzt nicht nur im Winter, sondern natürlich auch im Frühjahr, weil Frühjahr heißt auch Newroz und das heißt natürlich auch immer eine politische Mobilisierung. Und kann es dann nochmal auch aus der türkischen linken Initiativen geben? Ich hoffe. Also das ist die Hoffnung habe ich noch nicht verloren. Also du hast mit dem Begriff, also nicht kurdische Linke, also das ist,
ich habe einfach so aus praktischen Gründen übernommen und weiterverwendet, aber da muss man wirklich in der Tat so vorsichtig sein. Also das ist, was ich vorhin versucht habe zu sagen, also war meine Idee so überwiegend über politische Haltung. Also wenn die humanitäre Hilfe, wenn es um die humanitäre Hilfe geht, es gibt eigentlich solche Kampagnen und Sammelaktionen und so, aber es ist nicht zu vergleichen, was in Kommunen, wo HDP stark ist, weil die Linken auf der anderen Seite nicht so stark sind in der Türkei. Also das außer HDP-Kommunen, Verwaltungen gibt es in den anderen restlichen Teilen der Türkei gibt es keine so starke, kräftige Verwaltung, die offen sagen können, dass sie das als Verwaltung diese Hilfe leisten. Aber das ist, ich möchte aber auf keinen Fall so einen Eindruck darstellen, dass niemand hilft. Also das ist mindestens, also humanitäre Hilfe existiert, aber nicht von politischen Organisationen ausgehend, sondern also als Hilfe von den Gruppen, Initiativen, insbesondere von den Menschenrechtsvereinen, kleine und große. Und es gab auch so von einigen Parteien, von den linken Parteien auch Aufrufe, Sammelaktionen zu starten, die haben auch was gestartet und was ich auch erfahren habe, haben die auch mit Ärztekammer oder Berufsverband Ärztekammer und so gute Kontakte, einige Leute. Es gibt auch ab und zu mal so konkrete Aufrufe, wo man sagt, diese Sachen brauchen wir, jetzt müssen wir sammeln und abschicken. Es ist okay, in Ordnung, es ist nicht genug, aber es gibt mindestens. Trotzdem finde ich problematisch, dass es solche Aktion auf individuelle Basis bleibt. Also das ist daher, also mehr oder weniger wissen wir schon, dass es in der Türkei die linke Kräfte nicht so stark sind. Deshalb müssen wir unsere Erwartungen ein bisschen reduzieren. Die Verantwortung, die für die Linke müssen wir nochmal klar und deutlich sagen. Also dass die tragen, egal kleine oder große Parteien sind, wenn sie sich als linke Organisationen oder Parteien bezeichnen, tragen auch die Verantwortung eigentlich, was da geschieht oder nicht geschieht. Also in der Türkei hat breite Öffentlichkeit leider gegen Flüchtlinge zum Beispiel. Flüchtlinge erfahren überhaupt gar keine richtige Hilfe vom Staat her. Und die sind auch, die versuchen, soweit es möglich ist, in die Großstädte kommen, nach Istanbul, nach Izmir oder Ankara. Und man, insbesondere in Istanbul kann man ja sehr viele Flüchtlinge sehen, überwiegend Frauen und Kinder. Aber die erfahren ja, die bekommen ja überhaupt gar keine staatliche Hilfestellung. Also die wissen nicht, wo sie wohnen können, wo sie Hilfe bekommen können. Und die müssen eigentlich alles selber klären. Also, also auch Geld verdienen, ist es eine Frage. Und es ist für mich auch eine traurige Sache, nochmal das zu sagen, dass ich auch von einigen in Anführungsstrichen angeblich Linke demokratische Organisationen, die ja auch Menschenrechte groß geschrieben ist, dass sie also gegen diese Menschen, gegen diese Flüchtlinge sind. Also die schreiben auch offen, also dass sie schmutzig sind, dass sie betteln und die Straßen, das Straßenbild ist total geändert und solche Sachen. Was ich mit solchen Beispielen sagen möchte, es gibt Menschen, die auf individueller Basis Hilfe leisten, versuchen auch so die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erreichen, aber es gibt auch solche, auch auf Organisationsbasis auch solche Gruppen, die sogar noch nicht mal über das eigentliche Problem diskutieren, sondern zum Beispiel Flüchtlingsfragen, also dieses Straßenbild ist für sie wichtig. Dagegen muss man eigentlich auch mit Hilfe Deutschland, ich weiß es nicht, aber diese Druck ausüben, würde ich sagen, aber das ist, das reicht eben nicht von außen in die Türkei etwas zu machen. Ich würde eigentlich vorschlagen,
dass die kurdische Bewegung mit, also mehr Kontakte gibt, mehr Diskussionsformen gibt in der Türkei. Das ist nur ein Vorschlag. Also von hier aus kann man ja, darf man ja keine Lösung anbieten, sondern müssen sie eigentlich auch das Problem selber feststellen und auch Lösungswege suchen. Aber man kann ja auch freundlicherweise so diese Meinung sagen, dass man auch den Entscheidungsträgern in Rojava oder in Suruç oder in den Kommunalverwaltungen mehr Kontakte herstellt und auch wie Ercan oder was wir vorhin darüber gesprochen haben, was könnte eigentlich Solidarität anders bedeuten oder was soll noch gemacht werden, auch in der Türkei diskutiert werden muss. Leider, ich bin unzufrieden mit dieser Geschichte, aber es ist so, das sind meine Wahrnehmungen und auch die Ergebnisse der Gespräche mit einigen Leuten diskutiert habe. Dankeschön. So, und jetzt habt ihr viel gehört und jetzt seid ihr dran. Jetzt öffnen wir das und gibt es Fragen, Bemerkungen? Dinge, die ihr genauer wissen wollt und die noch nicht gesagt wurden. Ihr habt jetzt die Möglichkeit dazu, ihr solltet nicht zögern. Ich möchte zu der Zukunft Rojavas eine Frage stellen. Aber davor wollte ich den Widerstand erstmal in Kobane begrüßen. Das geht seit über 2 Monaten, nähert sich dem 3. Monat. Ich hoffe, dass die Leute, die dort den Widerstand geleistet haben, auch dort nochmal die Stadt aufbauen können. Und ich wollte mich auch bei den Rednern bedanken. Also, ich habe viel gelernt. Ich denke auch, dass die Leute, die da sind, sehr viel gelernt haben. Und meine Frage ist, als vor 3 Monaten IS sich Richtung Hawler, also Richtung Erbil bewegt hat, hat man leider gesehen, dass autonome Organisation in Südkurdistan nicht so stark ist, um sich selber zu verteidigen. Das hat man gesehen. Aber man muss auch bedenken, dass Südkurdistan seit 22 Jahren also autonom ist. Also die hätten schon Strukturen bauen können, um sie zu verteidigen. Das ist aber leider nicht geschehen. Und eine Organisation, die mal da und da organisiert worden ist, konnte einfach diese Organisation, die seit 2 Jahren, also dieses autonomes Gebiet, fast von einem unabhängigen Staat geredet, dass das als Bedrohung konnte. Und meine Frage ist, wie kann man das in Rojava verhindern, dass das, sagen wir mal, in 2 Jahren, in 3 Jahren oder auch in 20 Jahren, in 30 Jahren, dass keiner auf die Idee kommt, einfach das Gebiet einzudringen und die Menschen einfach dort umzubringen. Vielen Dank. Du fragst jetzt einfach nach vorne? Ja, also wer beantworten kann. Ich bin der Moderator, ich darf auch die Antworten. Also danke erstmal für die Frage. Ich kann Ihnen also richtig große Hoffnung geben, weil ich die Hoffnung auch neu bekommen habe, dass die Leute, die so solcher Widerstand in Kobane geleistet haben, werden sie auch die Stadt oder den Gebiet selber also wieder aufbauen können. Was ich mit dem ersten Team gelebt habe, also dieser innerhalb von 10 Tagen, was ich gesehen habe, was ich von denen gehört habe, was sie machen, was sie leisten, hat mir diese große Hoffnung gegeben. Also Ärzte mit Familien, sie haben die Familien irgendwo in Istanbul oder Diyarbakir oder woanders gelassen. Manche kommen oder leben noch in Suruç oder manche sind immer noch bis jetzt in Kobane
sind gar nicht raus, die in Zürich sind. Sie machen schichtweise, also 5 Tage, 7 Tage, 8 Tage, je nachdem, sie planen für sich selber. Gehen nach Kobane, kämpfen medizinisch und kommen wieder nach Zürich, geht dann zweiter Gruppe. Also wenn die Erste so machen, wir haben auch zusammen ein Bild gesehen, wenn der Chirurg, der Behandler selbst, sein eigenes Blut für seine Patienten spendet, dann hat man große Hoffnung. Ja, danke. Ich betrachte die Sache aus 3 Punkten oder 3 Punkte sind wichtig. Erstens muss die Gesellschaft von Rojava sich weiter stärken, politisch, wirtschaftlich, aber auch natürlich militärisch. Zweitens muss es verstärkte Bemühungen geben innerhalb Syriens, des Staats Syriens, nach Verbündeten und irgendwann nach einer Lösung zu suchen, mit, also selbst wenn es wenige sind, den demokratischen linken Kräften in Syrien, mehr in Kontakt treten, gemeinsam auftreten, Vorschläge machen, den sogenannten dritten Weg mehr forcieren, um den Staat oder die anderen Kräfte mehr in Bedrängnis zu bringen, um mehr die Bevölkerung auf eigene Seite zu bringen. Das ist alles natürlich sehr schwierig und manche betrachten es vielleicht als utopisch, aber dieser Weg muss gegangen werden. Drittens, die Rolle des türkischen Staates ist hier wichtig und die Bewegung in Nordkurdistan. Das sind sehr entscheidende Faktoren für das Überleben von Rojava. Also noch eins zum ersten Punkt. Die Selbststärkung kann unter anderem mit der internationalen Solidarität geschehen. Aber jetzt zum dritten Punkt wieder. Türkei, Nordkurdistan ist wichtig. Die kurdische Bewegung in Nordkurdistan, PKK, bemüht sich ja und muss es irgendwie schaffen, auch in Zusammenarbeit mit den nicht-kurdischen Linken in der Türkei zu versuchen, eine politische Lösung irgendwie halbwegs zu finden oder einen Lösungsprozess einzuleiten, sagen wir es so. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen, da bin ich mir sicher. Aber den türkischen Staat dazu prägen, dass er Rojava nicht mehr angreift, dass er vielleicht irgendwann das Embargo teilweise aufhebt, dass andere Beziehungen zwischen türkischen Staat und Rojava da ist. Und dazu braucht man eine starke Bewegung Nordkurdistan und eine linke Bewegung in der Türkei. Gut. Ich finde nur die Perspektive Einsatz doch 20 Jahre. Ich finde die total charmant, die Frage jetzt schon zu stellen, ehrlich gesagt. Weil manchmal müssen wir uns ja immer noch die Augen reiben. Wir sind im Jahr 2014 und im Herbst 2010 hätten wir über sowas überhaupt nicht geredet, wenn wir über den Nahen Osten geredet hätten. Wir hätten vielleicht eine etwas mühsame Israel-Palästina-Diskussion geführt. Es hätte kein Tunesien, kein Ägypten, kein Syrien und kein Rojava gegeben, sondern irgendwie immer nur das Gleiche und am Ende einen zerstörten Irak und eine furchtbare Erfahrung einer Atomisierung einer Gesellschaft. Das war das, was vorlag. Und seitdem ist doch unglaublich, was passiert. Aber da ist noch eine Frage. Hört, sonst kann die Welt draußen sie nicht hören. Ja, also 3 Fragen. Und zwar einerseits, es ist ja eigentlich eine ganz überraschende Entwicklung, wenn man jedenfalls an den Beginn dieses Krieges denkt, um Kobane meine ich, dass plötzlich in den letzten Wochen, letzten Monaten der vorherige anscheinende immer weitere Vormarsch von diesem islamischen Staat vollkommen unterbrochen wurde. Woran liegt das eigentlich? Woran wird das? Was sind die Gründe dafür? Denn also der Zustrom von Unterstützern scheint doch weiterhin massiv vorhanden zu sein. Mir ist das nicht so ganz klar, würde mich jedenfalls sehr interessieren, wie das aussieht. Mindestens genauso interessant finde ich die Frage, wie das gelingt oder gelingen kann, unter solch einem starken militärischen Druck ein derartig interessantes, demokratisch aufgebautes gesellschaftliches Modell aufzubauen. Militärischer Druck, Hierarchien etc. sind, selbst wenn es dezentral versucht wird zu halten, immer für einen demokratischen Aufbau zumindest nicht so sehr günstig, wenn man zurück
Rückblick zum Beispiel auf den spanischen Bürgerkrieg oder so etwas. Ja, und meine dritte Frage ist eigentlich vor allem eine Frage an die Türkei. Ich hatte die Gelegenheit, vor ein paar Jahren Kollegen von dem türkischen Menschenrechtsverein IHD kennenzulernen. Wie steht diese Organisation zum Beispiel dazu? Vielen Dank. Wir fangen jetzt mal hinten an, weil die sich gerade noch nicht einig sind, wer was sagen möchte. Wir fangen jetzt bei der letzten Frage an und die würde ich jetzt einfach dir geben, wie der IHD zu Rojava steht. Also das ist, IHD macht ja ziemlich viel, aber ich hoffe, dass Sie es schon von Ercan Kanar, glaube ich, ne? Ercan Kanar haben Sie kennengelernt, erfahren, dass dieser Verein auch ein Verein ist. Also das ist eine kleine Organisation und für die Hilfe, humanitäre Hilfe sind Sie dabei. Wichtig ist, dass IHD auch, insbesondere das, was ich vorhin gesagt habe, über die Probleme, über die Anerkennung dieser Flüchtlinge auch viel tut. Aber eben gesagt, es ist eine kleine Organisation und es ist, diese Organisation ist auch nicht so für, von allen Problemen freigestellt, wenn es um die Verfolgung und solche Sachen geht, steht dieser Verein auch selber unter Druck. Also wenn wir das wissen, können wir ruhig sagen, dass IHD bei der Sache dabei ist, also, und versucht, diese humanitäre Hilfe wenigstens so organisieren. Es ist ein wichtiger Akteur dabei. Die zweite Frage, wir machen jetzt von hinten nach vorne, das geht, glaube ich, ganz gut. Die zweite Frage war militärischer Druck, Notwendigkeit militärischer Strukturen, Notwendigkeit natürlich auch von Entscheidungs- und Befehlsketten, irgendwie ein permanenter Ausnahmezustand und wie im permanenten Ausnahmezustand den demokratischen Konföderalismus aufbauen. Wie geht man mit dem Problem um? Keine einfache Frage, aber ich versuche mal ein paar meiner Gedanken dazu zu sagen. Ich glaube, in Rojava gab es einen entscheidenden Vorteil beim Aufbau dieser demokratischen Gesellschaftsstrukturen. Das war zu Beginn der Rojava-Revolution 2012, dass sozusagen die Regimekräfte aus der Stadt vertrieben worden sind. Und dann gab es erstmal ein Machtvakuum und das musste aufgefüllt werden. Und das waren sozusagen am Anfang gute Bedingungen, sozusagen die eigenen Ideen zu verwirklichen. Also wenn man das vergleicht mit der Türkei, wo auch versucht wurde, in Nordkurdistan Rätestrukturen aufzubauen und die demokratische Autonomie voranzubringen, da gab es nach 2009 eine extreme Repressionswelle und es kam bis zu 10.000 politischen Gefangenen. Das gab es so in der Form sozusagen in Rojava nicht, weil es ein gewisses Machtvakuum gab. Auf der anderen Seite natürlich, also die wirtschaftliche Situation, die militärische Bedrohung und so weiter, die erschweren diesen Aufbau. Es sollten beispielsweise Wahlen stattfinden, die wurden jetzt zweimal verschoben, weil einfach die Möglichkeiten nicht gegeben sind wegen des permanenten Ausnahmezustands. Aber wie gesagt, dieses Vakuum wurde jetzt erstmal gefüllt. Der Vorteil des Systems ist, dieses demokratischen Gesellschaftssystems ist, dass die Bevölkerung direkt auf die Probleme, auf die alltäglichen Schwierigkeiten reagieren kann. Das heißt, der Bevölkerung wird der Raum gegeben zu gucken, okay, verdammt, wir haben jetzt keinen Strom mehr, wie reagieren wir darauf? Wie können wir, was gibt es für Ideen jetzt für die Stromversorgung, was zu machen? Und ich denke, dadurch, dass das so offen ist und mit der Gesellschaft gemeinsam diskutiert werden kann, entsteht eine eigene Dynamik, die sozusagen das auch nach vorne bringen kann. Also gerade in schwierigen Situationen denke ich, dass der Kreativität der Gesellschaft sozusagen da am stärksten zum Vorschein kommt. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, eine ambivalente Situation ist. Es gibt die Schwierigkeiten auf der anderen Seite, aber auf der einen Seite, aber es gibt auch Chancen, die Situation gerade bietet. Und in dieser Situation, die gerade vorherrscht und die permanenten Angriffe des IS, das schweißt die Gesellschaft gewissermaßen auch zusammen. Und die Leute halten zusammen und versuchen umso mehr ihr System zu verteidigen. Und es löst auch eine Trotzreaktion auf. Und jetzt erst recht bauen wir unser System auf.
Und es wird auch deutlich, wer sozusagen dieses System hier verteidigt. Es ist die Bevölkerung, es sind die Volksverteidigungseinheiten, die an vorderster Front gemeinsam gegen den IS kämpfen. Und ich glaube, dass dadurch sich sozusagen durch diesen Moment der Bedrohung und des Zusammenschweißens das System noch gestärkt hervorgehen kann. Er sprach es an, also die Rätestrukturen wurden ja ab 2011 aufgebaut und damals war noch nicht so vorauszusehen, dass so eine Macht, militärische Macht, Rojava angreift. Das Entscheidende war, dass sie entschieden haben, die Rätestrukturen aufrechtzuerhalten, jetzt nicht wegen Kriegsbedingungen die sozusagen zu suspendieren, auszusetzen, bis da der Feind geschlagen ist. Das ist ein Ausdruck von Beharrlichkeit in diesen Strukturen, dass man unbedingt unter jeden Bedingungen da aus bestehen will. In dem Flüchtlingscamp in Suruc, wo zehntausende Menschen aus Kobani sind, da haben sie sogar nach wenigen Wochen angefangen, ihre Strukturen teilweise zumindest aufzubauen und da Räte zu bilden in ihren Flüchtlingscamp. Also die Idee, die, egal wo sie hingehen, in Gruppen, die tragen sie dahin fort. Soll ich zur ersten Frage dann übergehen? Ja. Nochmal erstmal eine Information. Zwischen Januar und Juni 2014 war der IS auf dem Rückzug. Da haben sich alle bewaffneten oppositionellen Kräfte, inklusive YPG, nicht ganz, also nicht offiziell, aber teilweise verbündet oder abgesprochen und haben den IS angegriffen, aus Aleppo rausgehauen, aus Azaz und aus anderen Orten, der war eigentlich auf dem Rückzug, bevor der IS da Mosul eingenommen hat. Ich denke, die Gründe liegen zum Ersten, die Gesellschaft in Rojava ist gut organisiert, politisch, wirtschaftlich, militärisch. Das haben sie einige recht gut hinbekommen. Und in den Kriegszeiten hat die Bevölkerung die militärischen Kräfte aktiv unterstützt. Es floss ineinander teilweise über und ganze breite Bevölkerung hat sich an dieser Verteidigung beteiligt und sie sind nicht weggelaufen und wollten unter allen Stunden ihr Land verteidigen. Zweitens, die Unterstützung aus Nordkurdistan, Türkei, die ist auch wichtig. Jetzt auch im Fall von Kobani auch ständig, weil hunderte jugendliche Menschen aus der Nordseite der Grenze rübergekommen sind, versorgt haben, dies gemacht haben, das darf man auch nicht vergessen. Schließlich dient das internationale Aufmerksamkeit und all das führte dazu, dass die Anti-IS-Koalition ja bombardieren musste. Da spielen natürlich noch andere Faktoren hinzu. Die Anti-IS-Koalition hat sich gerade gegründet und hat angegriffen und da musste auch diese Koalition sagen, hier, wir sind ernsthaft dahinter. Ja. Es gibt eine Meldung. So, ah, da ist das Mikrofon. Ich frage mich, warum wir jetzt eins haben eigentlich. Ja. Ja, ich würde mich auch gerne nochmal für die spannende und reflektierte Runde bedanken. Und für mich, also ich arbeite hier auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, würde ich gerne auch von euch nochmal wissen, was können wir denn auch als politische Stiftung jetzt zu all diesen Themen oder vielleicht beispielhaft zu Feldern nochmal beitragen, also dass wir jetzt nicht so direkt in der Lage sind, für Waffen zu sammeln oder auch Medikamente dorthin zu bringen, ist klar. Aber ich denke, da sind ein paar Stichworte gefallen, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass so eine politische Stiftung wie die Rosa-Luxemburg-Stiftung vielleicht aktiv werden könnte, aktiver. Wir sind auch in dieses Thema, genau im Grunde sind wir auch auf dieser Welle, auch erst seit relativ kurzem, jetzt sind wir eingestiegen. Da vielleicht gerade nur ein Hinweis, gerade heute haben wir einen aktuellen Standpunkt veröffentlicht, der liegt hier auch aus, er ist heute rausgekommen zum PKK-Verbot. Den könnt ihr auch gerne mitnehmen, verbreiten, ist auch online im Netz zum Download. Das ist ja auch eine Debatte, die wohl neu geführt werden müsste. Aber nochmal konkret die Frage, ob ihr aus den verschiedenen Positionen heraus einfach Anregungen oder auch Hinweise, wo so eine Stiftung sowohl was vielleicht dort vor Ort, aber auch in Deutschland betreffend, was da
wünschenswert wäre von einer politischen linken Stiftung wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung? Danke für die Frage. Ich glaube, da sollten jetzt mal alle kurz was zu sagen und fangen wir einfach. Danke für die Frage. Also würde ich mal zwei konkrete Vorschläge machen. Also ist vielleicht mehr für den Freunden, also politisch würde ich mal auch vorschlagen, dass die Stiftung die Aktive oder Aktivisten aus Rojava selbst hierher einladen kann und dass sie sich selber vorstellen oder irgendwie sich bekannt machen mehr in Deutschland. Das ist vielleicht noch politisch. Noch humanitärisch vielleicht noch als Beispiel, wenn bald, also Kobane ganz befreit wird, dann als Beispiel auch das Krankenhaus von Kobane wieder aufzubauen. So ein Kampagne oder irgendein Aufruf oder eine Veranstaltung sowas organisieren, entweder selbst oder anderer mit anderer, also Medico oder mit uns oder mit jemand anderer vielleicht organisieren, solche humanitäre Hilfe vielleicht organisieren oder hinschicken irgendwie. Soweit ich informiert bin, macht hier die Stiftung vor allem politische Bildungsarbeit und da kommen einmal Publikationen, zweitens vor allem Konferenzen, Versammlungen in Frage. Und publiziert hat die Stiftung bisher noch nicht viel, also zumindest kenne ich noch nicht. Da könnte was publiziert werden, Menschen herangezogen werden, es könnten Standpunktpapiere herausgebracht werden, ruhig auch gegensätzliche, wo Diskussionen sind, kann was herausgebracht werden oder Konferenzen könnten abgehalten werden zu spezifischen Themen dieses Gesellschaftsmodells, dieses Projektes in Rojava, Gesundheit, Bildung, diese direktdemokratische Verwaltung oder was auch immer, tiefergehend in diese Aspekte im regionalen Kontext untersuchen, innerhalb im syrischen Kontext das nochmal genauer betrachten. Da gibt es viele, denke ich, Aspekte, wo man sich vertiefen könnte. Bei den Konferenzen kann man natürlich mehr Menschen aus Rojava heranziehen und Civak Azad kann da bestimmt auch Menschen hierher einladen. Genau, was Projekte direkt in Kobani oder in den anderen Kantonen angeht, traue ich mich jetzt nicht irgendwie gewisse Projekte rauszugreifen und die hier zu benennen und zu sagen, das könnt ihr unterstützen. Ich denke, die Liste ist lang, also es gibt viele Möglichkeiten, Unterstützung zu leisten, irgendwie auch als Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Angebot wäre irgendwie, dass wir einfach in Kontakt bleiben, dass wir gucken bei der nächsten Gelegenheit, wenn ein politischer Vertreter aus Rojava hier ist, dass wir zu einem Gespräch hier einladen und dann mit ihnen das klären. Also ich glaube, von hier aus kann ich das schlechter beurteilen und in so einem Gespräch wird sich dann klarer herausstellen, was in Rojava gebraucht wird, ganz dringend gebraucht wird, vielleicht auch eine Prioritätenliste und was die Stiftung da leisten kann. Ich glaube, das wäre so der sinnvollste Weg. Kadri, und was rät die Stiftung der Stiftung? Ja, also das ist natürlich, es muss, also die Diskussionen wie in dieser Art und Publikationen und so müssen weitergehen und vertieft werden. Also das ist als Stiftung, denke ich mir, müssen wir versuchen, dass das Thema auch politisch in unterschiedlichen Facetten diskutiert und auch, wie soll ich sagen, also das war ja vorhin auch Legitimationsgeschichte und so, auch mit anderen gesellschaftlichen Akteuren, nicht nur unter sich, sondern mit anderen politischen Akteuren muss man diskutieren. Und dann auch, die Stiftung hat ja auch, Stefan, unter anderem andere Institutionen, Akademie und so, Abteilungen. Also du hast ja vorhin auch gesagt, dass es zum Beispiel die Verwaltung funktioniert nicht mehr, weil die Leute schon also weg sind. Also man kann ja, man weiß ja nicht, wie man das alles macht. Also ich kann mir auch vorstellen, unter anderem, also außer diese Geschichten, kann man ja auch über die konkreten Fragen auch solche Treffen organisiert, also kommunale Verwaltung zum Beispiel. Also da, aber
wir sollten nicht von hier aus so Ideen entwickeln, sondern also wirklich, wie du gesagt hast, in Kontakt bleiben auch und dann auch aktuelle Probleme versuchen, gemeinsam zu klären. Also das ist, ich bin sehr froh, dass wir diese Veranstaltung erstmal zusammen gemacht haben. Und Informationsbedarf existiert immer und politischer Diskussionsprozess muss auch von hier aus, also als politische Stiftung muss auch Stiftung dazu was beitragen. Ha, jetzt geht die Finger hoch. Also bei kommunaler Verwaltung fällt mir ja immer Erfurt dann wieder ein. Aber es gibt noch Fragen. Aber einen kurzen Punkt möchte ich auch auf die Frage sagen, aber alle kommen noch dran. Komischerweise ist es gar nicht gesagt worden und das war, als ich da war, aber es ist eben als Bild aufgerufen worden. Ich weiß, dass es eine sehr, sehr aktive Frauenbewegung in Rojava gibt, außerhalb der militärischen Kämpfer und Kämpferinnen. Die ist sehr aktiv und die ist extrem interessiert, gerade auch an feministischen Theorien, hat eigene und will natürlich auch diese Diskussion mit der europäischen feministischen Bewegung führen. Und ich glaube, dass das gerade auch ein Feld ist, wo die Stiftung wirklich was tun könnte und was zusammenbringen könnte, auch weil dieses Bild der bewaffneten Frau vielleicht so faszinierend ist, aber gar nicht in der Tiefe das ist, um was es dort wirklich auch geht. Aber jetzt gab es noch drei Fragen. Ich fange jetzt einfach, genau Sie. Ich habe zwei Dinge. Ja. Das erste, wie wird der Titel Ihres Buches sein? Wie kommt man an dieses Buch? Also nächste Woche entscheidet sich der Titel des Buches und dann wird es unter anderem, hoffe ich, doch über die Stiftung verbreitet. Ja, das wollte ich auch vorschlagen. Aber Sie sollten es auch an alle Redaktionen schicken, dass es rezensiert wird. Ich würde mich auch an... Aha, so, ist jetzt besser? Sie sollten es an alle wichtigen Redaktionen schicken mit der Bitte um Rezension. Ich würde mich auch anbieten, es zu rezensieren, aber ich habe nicht mehr, ich bin olle Rentnerin, ich habe nicht mehr so viel Kontakt. Ich würde es aber versuchen, loszuwerden. Das ist das eine und das führt zu meiner anderen Frage, zu meinem anderen Diskussionsbeitrag. Ich lese eine Mainstream-Tageszeitung und habe aus der irgendwann mal vielleicht in zwei Nebensätzen erfahren, was ich in, wie sprechen Sie es aus? Rojava tut. Und zwar über die ganzen Kriegsgeschichten hinaus und die Verteidigungsgeschichten hinaus, also dieses neue Gesellschaftsmodell. Und es hat mich sehr interessiert, nun gut, ich bin nicht so sehr internetaffin, ich hätte gerne mal genaueres gehört. Aber ich hätte gar nicht gewusst, woher. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie Wege finden, dass Sie wirklich ein bisschen in den Mainstream kommen mit Ihren Informationen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Das wäre auch mein Vorschlag zu der Frage von Ihnen dort hinten. Ja? Es gibt doch eine Menge Leute, die sagen, so geht es alles nicht. Aber wo sind denn unsere Utopien? Wo sind denn unsere Hoffnungen? Ja? Und ich glaube, alle diese Leute würden sich sehr dafür interessieren. Für Details. Könnt ihr noch mal erklären, wie die Rätestrukturen genau funktionieren? Am besten an einem praktischen Beispiel. Also im Gegensatz zu hier, wo wir Behörden und internationale Konzerne haben, die sich um Strom und Wasser und so weiter kümmern. Also wie das bei denen so läuft. Da gab es noch mal eine Meldung. Und dann würde ich zum Ende kommen. Meine Nachbarin hat schon einiges davon gesagt. Gibt es denn außer dem Buch, was also bald hoffentlich erscheint, schon andere Publikationen, wo man sich genau über diesen Zusammenhang, den ich auch ganz faszinierend finde und wo man auch in der Presse, auch in der linken Presse, nur wirklich so Bruchstücke und mal Stückwerk da und ein bisschen da und große Ohren bekommt, aber wenig an praktischen Beispielen und so etwas hört. Gibt es denn da schon etwas, wo man nachgucken könnte? Und dann nochmal eine Zusatzfrage. Vorhin wurde gesagt, dass die syrische Regierung vertrieben wurde.
in der Presse, die ich gelesen habe, wurde oftmals auch so es dargestellt, als gäbe es sozusagen ein vielleicht auch ja, Stillhalteabkommen oder eine Art Waffenstillstand zwischen der Assad-Regierung und dass die nicht vertrieben wurden, sondern praktisch ja, abgezogen worden wären. Und das ist auch zum Teil noch irgendwo, habe ich vor längerer Zeit gelesen, Gruppen gebe oder Reste gebe von der Assad-Verwaltung, auch in Rojava direkt, wo auch noch Assad-Bilder hingen und so etwas. Ist das einfach nur Fantasie oder war das so oder ist es jetzt nicht mehr so? Das waren jetzt eine Bemerkung und zwei Fragen. Das eine war natürlich der Mainstream, das andere, wie funktionieren die Räte am Beispiel? Erdogan, du musst dich kurz fassen. Und das andere ist der Punkt 2012, Januar 2012 in Kobane. Ist man gegangen oder wurde man gegangen worden? Was ist passiert? Und sozusagen, wie wird das beurteilt? Und gibt es noch Strukturen des Regimes in Rojava? Ich will nämlich vorgreifen, ja, es gibt sie. Erstmal zu den Räten. Die sind sozusagen vierstufig insgesamt. Ganz unten haben wir die Kommunen, die ein Dorf oder einen Straßenzug organisieren, 30 bis 150 Haushalte oder auch ein bisschen mehr. Die haben sowas wie eine Koordination, eine Doppelspitze, Mann, Frau, und die haben ganz viele Kommissionen, Arbeitsgruppen. Die kommen zusammen, sind Koordination. Die treffen sich wöchentlich und alle ein, zwei Monate gibt es Plenum. Die Koordination vertritt die Kommune im Stadtteilrat, wenn es in der Stadt ist. Und da kommen die Koordination der verschiedenen Kommunen zusammen und bilden den Stadtteilrat. Und die wählen wieder eine Doppelspitze und bilden wieder Arbeitskommissionen und so weiter, bilden eine Koordination. Und das geht dann weiter nach oben. Ganz oben haben wir den Volksrat Westkurdistans. Diese Arbeitsgruppen, oder genauer gesagt, die Kommissionen sind wichtig. Es gibt 8 Felder: Frauen, Verteidigung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und so weiter. Und die machen die meiste Arbeit. Und in diesen Rätenstrukturen sind 10.000 Menschen politisch aktiv. Da ist eine unheimliche große Zahl von. Es gibt in jedem Stadtteil sozusagen ein Volkshaus, Frauenhaus und so weiter. Die Kommunalverwaltung unterstehen den Rätestrukturen. Die haben diese großen öffentlichen Betriebe, die das Öl produzieren, dies und jenes. Die Rätestrukturen unterstützen Kooperativen. Sie dominieren eigentlich das politische, also politisch-wirtschaftliche Leben in Rojava. Nicht alle unterstützen das, die Mehrheit der Kurden, mehr als 2/3 insgesamt. Bisschen Christen und so sind Araber auch dabei, aber relativ wenig. Es gibt noch eine Übergangsregierung, die ist relativ neu im Januar ausgerufen worden. Da machen viel mehr politische Parteien und Organisationen dabei und die repräsentiert mindestens 80% oder 90% der Gesellschaft. Da sind viele Christen dabei, Araber, Turkmen und so weiter. Das war die Kurzfassung. Okay. Es gibt die Kommune und dann Stadtteilrat. Auf dem Land ist es der Rat der Dörfergemeinschaft. Ja. Ja, dritte Ebene ist der Gebietsrat, das ist eine Stadt plus Umland. Da kommen die Stadtteilräte und diese Dörfergemeinschaftsräte zusammen. Und ganz oben haben wir den sogenannten Volksrat Westkurdistans. Da aber die drei Regionen de facto geteilt sind, gibt es in der Praxis eher einen obersten Volksrat für die drei verschiedenen Kantone. Ja. Und die Leute werden immer für 2 Jahre gewählt, bis zu 2, manchmal 1 und haben ein imperatives Mandat. Syrische, ja, sie sagen, wir sind Teil eines demokratischen Syriens. Da sind 3 sogenannte autonome demokratische Verwaltung, so werden sie bezeichnet, auch Kantone genannt. Und die sagen, andere Gebiete in Syrien können das auch machen, können sich anschließen und die haben einen Gesellschaftsvertrag und die schlagen das als Modell für ganz Syrien vor.
Im Gesellschaftsvertrag steht nicht Westkurdistan, wird auch der Begriff Rojava nicht benutzt. Es gibt die drei Gebiete Jizide, Kobani und Afrin. Und alle Identitäten sind gleich, kurdisch, arabisch, assyrisch und so weiter. Das Kurdisch ist nicht dominant, es wird auch nicht als Kurdistan bezeichnet, weil die Aramäer oder Assyrer, die nennen sich auch Suryuye, sagen, nee, für uns ist das nicht Kurdistan, für uns ist das im Jizide oder was auch immer. Da haben sie gesagt, okay, dann nehmen wir jetzt nicht Kurdistan. Jetzt haben wir noch den zweiten Punkt, Stichwort Abzug oder sind sie gegangen? Was ist die aktuelle Situation? Was wurde verhandelt und was ist noch da vom Assad-Regime? Als die Aufstände in Syrien begonnen haben, haben sozusagen die Oppositionellen versucht, die Kurden auch dazu zu bewegen, gegen das Regime aufzubegehren. Es gab Konferenzen, auf denen die Kurden auch eingeladen worden sind. Die ersten Konferenzen fanden unter der Gastgeberschaft der Türkei statt. Und die Opposition hat sich zu Anfang geweigert, sozusagen die Kurden anzuerkennen. Also die kurdischen Gruppen haben dann gesagt, irgendwie, wenn wir jetzt nicht anerkannt werden von der Opposition, dann garantiert uns niemand, dass nach dem Sturz des Regimes irgendwie irgendwas für uns besser wird. Das heißt, es ist so einen gewissen Zwist gekommen zwischen der syrischen Opposition, dem syrischen Nationalrat damals und der kurdischen Opposition. Mit kurdischer Opposition ist jetzt vor allem die PYD gemeint, die sozusagen dann den dritten Weg eingeschlagen hat. Also sie hat gesagt, wir sind jetzt weder auf der Seite des Assad-Regimes, noch stellen wir uns auf die Seite der Opposition, die uns auch nicht anerkennt und die uns auch keine Garantien dafür gibt, dass nach einem möglichen Sturz von Assad irgendwas für uns besser wird. Wir befreien unsere eigenen Gebiete, kontrollieren sie und verteidigen sie. Das heißt, wir führen auch keinen Angriffskrieg gegen das Regime oder gegen die syrische Opposition. Das hat natürlich nicht alle glücklich gemacht und gerade von der syrischen Opposition, aber auch von kurdischen Parteien, die sozusagen mit der syrischen Opposition zusammengearbeitet haben, kam immer wieder der Vorwurf, die PYD kooperiert mit dem Regime. Also dieser Vorwurf wird bis in die Gegenwart aufrecht gehalten. Die PYD verneint das. Also sagt, das stimmt nicht. Wir arbeiten nicht mit dem Regime, wir gehen unseren dritten Weg. Auf der anderen Seite gibt es auch sozusagen Regime-Sympathisanten, die sagen, irgendwie die Kurden arbeiten mit der Opposition zusammen oder die PYD arbeitet mit der Opposition zusammen. Also es gibt diese Vorwürfe auch auf beiden Seiten. Fakt ist, in Rojava gibt es das Regime, also im größten Kanton Jizide sind Reste vom Regime da. Gerade in der Hauptstadt Kamishlo, da gibt es einen Militärflughafen, der von den Regimekräften kontrolliert wird und ich glaube, ein Stadtteil steht unter der Kontrolle, zwei Stadtteile unter der Kontrolle des Regimes und in Hasaka, das sozusagen eine Grenzstadt ist, auch im Kanton Jizide, gibt es auch eine Präsenz des Regimes. Die kurdische Selbstverwaltung sagt, wenn wir wollten, also wenn wir es darauf anlegen würden, könnten wir das Regime hinaustreiben, auch aus dieser Stadt, aber in Jizide lebt eine oder vor allem im Kamischu lebt eine arabische Bevölkerung, die mit dem Regime sympathisiert. Und wir wollen hier keinen ethnischen Konflikt entfachen und auch nicht uns hier mit der arabischen Bevölkerung in einen Krieg, lokalen Krieg begeben. Und es herrscht gegenseitiges Misstrauen. Also das geht aus dem Bericht noch hervor, zwischen, wenn man sozusagen von einem Stadtteil, von einem kurdisch kontrollierten Stadtteil in Kamischu durch ein syrisch kontrolliertes Stadtteil fährt, dann nehmen sie... Also ich war noch nicht in der Stadt, aber ich habe das aus den Berichten gelesen, nehmen sie im Wagen lieber ihre Waffe mit, so für den Fall der Fälle. Aber man duldet sich gewissermaßen gegenseitig. In anderen Städten, also nur noch, um das mal klar zu machen, in Aleppo beispielsweise, wo vor Ausbruch des Bürgerkriegs knapp 600.000 Kurden gelebt hatten, die sozusagen aus Rojava vor allem aus wirtschaftlichen Gründen emigriert sind, kam es auch zu Auseinandersetzungen zwischen den kurdischen Kräften, die kurdischen Stadtteile in Aleppo kontrolliert haben, und dem Regime. Also einer von zwei kurdischen Stadtteilen wurde dann vom Regime sogar eingenommen. Also es ist nicht so, dass sozusagen ein stillschweigender Frieden da ist, sondern es ist halt immer eine brenzlige Situation. Ich glaube, das Regime lehnt sich zurzeit zurück, weil es sich denkt, so wenn der IS mit den Kurden beschäftigt ist, habe ich ein bisschen meine Ruhe. Es gibt auch Berichte, dass IS-Kräfte sozusagen durch Gebiete problemlos ziehen konnten, die vom
Assad-Regime kontrolliert werden und Richtung Kobani sich bewegen konnten. Also diese Berichte gibt es auch. Also das ist, als Stiftung haben wir ja auch einiges vor, also wie Stefan schon gesagt habe, Standpunkte zu veröffentlichen. Also obwohl Sie gesagt haben, dass Sie nicht so gerne im Internet sind, trotzdem möchte ich empfehlen, dass wir auf der Stiftungsseite so genau zu diesem Thema ein Dossier gestartet haben. Dass da geht es ja um den Mainstream, um eine ganze Reihe von Leuten, die wirklich interessiert sind daran und die das sehr, sehr wichtig finden. Ach so, okay. Ja, also das, da gibt es eigentlich nicht nur Positionen von der Stiftung, sondern unterschiedliche Positionen. Dann habe ich, also wenn es so ist, habe ich sie nicht so richtig verstanden. Wollte ich nur hinweisen, also das, auf Internetseite gibt es einige Beiträge im Dossier. Also zum Mainstream, da müsste natürlich Jawar Azad mehr arbeiten und der FAZ hatte letztens seine ganze Seite zu dem Gesellschaftsvertrag. Da kommt ein bisschen was, aber müsste natürlich mehr. Wir bauen als Autoren des Buches eine Webseite gerade auf, die wird aber erst ein paar Wochen halbwegs gefüllt sein. Rojava-revolution.net. Aber da steht noch nichts drin, nur ein paar Links. Das gibt es ja seit 2 Tagen. Okay, rojava-revolution.net. Okay, super. Ich glaube, weil jetzt keine Hand mehr hochgeht und weil es jetzt irgendwie auch 8:30 ist und weil es jetzt auch schon mehr als 2 Stunden waren, beschließen wir das jetzt. Ich fand es wirklich eine interessante und wirklich informative Gesprächssituation und habe selber auch viel gelernt. Und wie sagt man das? Naja, wenn Rojava tatsächlich eine Möglichkeit einer Demokratie ist und wenn es die Möglichkeit einer Demokratie ist, die nicht die westliche ist, und wenn es eine sozusagen Demokratie ohne Grenzen ist, im Widerstand gegen alle Grenzen, dann sollte unsere Solidarität auch grenzenlos sein, denke ich. Und vielleicht kann man mit so einer Überlegung, was das dann konkret heißt, auch in den Abend gehen. Und ich danke euch allen für euer Kommen. Und ich danke auch denen, die sozusagen an ihren Bildschirmen in ihren dunklen Zimmern saßen und uns zugeguckt haben. Und ich danke euch und ja, kommt gut nach Hause. Dankeschön. Soll ich das besser?